Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 245, dem einzig wahren Fußball-Podcast, die One and Only. Mein Name ist René und außerdem mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Basti. Gute. Neuer Präsident 2020 in Amerika. Ja, du, den hätte ich auch gewählt, also so ist das nicht. Ja. Hier. So, der Herr Nasenbär, ach nee, der Herr Marvin kommt später dazu. Der ist noch gerade unterwegs, aber wir hoffen, dass wir ihn dann gleich noch dazu schalten können. Ja, wir sind ja letzte Woche ausgefallen, weil wir es irgendwie alle terminlich nicht hinbekommen haben, weil eindeutig zu viel Arbeit und eindeutig zu wenig Zeit. Von daher haben wir jetzt ein ziemlich volles Programm. Und ich würde sagen, wir fangen dann aber trotzdem mal mit dem Spiel der Eintracht gegen den FC an. Und Herr Basti darf uns jetzt mal erzählen, wie viel man von dem Spiel sieht, wenn man auf der Haupttribüne ist. Oder im VIP-Bereich. Ja, du warst ja im VIP-Bereich. Das wurde schon bei 93 gespoilert. War mir eigentlich unangenehm. Ja, man sieht eigentlich ganz gut. Also du hast einen sehr, sehr schönen Überblick dort über das ganze Spielfeld und kannst das Spiel dir aus taktischer Sicht sehr besser anschauen als aus dem Stehblock, muss ich sagen. Aber du musst natürlich Abstriche bei der Stimmung machen. Weil die Leute, ich glaube, wenn du da ein bisschen lauter schreist, gucken die dann so pikiert zurück wie im Kino so, hallo. Also ich muss ja sagen, ich habe einmal in meinem Leben wirklich Erfahrungen auf der Haupttribüne gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Story hier erzählt habe, wahrscheinlich schon. Ich habe mir damals, das war, welche Saison war das denn? War das 96 oder war das 98, 99, ich weiß es nicht. Als wir dieses Bayern-Spiel hatten, wo sowohl Oliver Kahn als auch der Ersatztorhüter verletzt ausgefallen sind und Michael Tarnert nachher im Tor stand. Das war ja noch altes Waldstadion, genau. Das war altes Waldstadion. Ich habe einem Sammy Kumpel Kupfer versprochen, dass ich mit ihm zu diesem Spiel gehe. Die einzigen Karten, die ich bekommen habe, waren zwei Karten auf der Haupttribüne, die mich eine Schweinekohle gekostet haben. Wirklich eine Schweinekohle. Ja. Wir waren die einzigen, die mit Fanschal und Trikot da saßen, um uns rum nur alte Knöppe und die uns jedes Mal, wenn wir über die Bayern oder über den Schiri gemotzt haben, angeguckt haben, als wenn wir ihnen gerade ihre Rentenkasse stehlen würden. Ja, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch wenn es ganz cool ist, dass du so viel trinken und essen kannst, wie du willst. Okay, ja, das hatten wir nicht, weil wir hatten nicht VIP-Karten, sondern nur normale Haupttribünenkarten, aber trotzdem, also Stimmung ist da halt gar nichts. Also Stimmung kriegst du wahrscheinlich da, wenn du irgendwie die Bingo-Trommel da rausholst und irgendwie Räumerdecken verteilst, ja, aber ansonsten ist da wenig Stimmung zu erzeugen. Ja, dieses Phänomen der Business-Ultras Frankfurt, die sich halt mal kurzzeitig aufkam. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Flyer erinnert, die dann immer mal große Fahne, ein wenig versucht auch einen Sprechgesang dann hinzubekommen. War natürlich etwas, ich will jetzt nicht sagen, hoffnungslos das Verfahren oder das überhaupt zu versuchen, aber es war interessant und sowas, da hast du aber gemerkt, wurde ja auch sofort im Keim erstickt, also da scheint auf keinen Fall eine Möglichkeit zu sein, eine gewisse Stimmung aufzubauen. Ja. Gut. Ich muss jetzt auch zu meiner Verteidigung sagen, wir waren dort mit Matilda Glaskuchen, hatten einen Promostand, also ich gehe nicht freiwillig hin. Ja gut, aber so als einmaliges Event kann man das ja mal machen, wobei du dir glaubst... Ja, aber gegen Köln war es halt ärgerlich, weil gegen Köln, ich hätte es lieber zwar gegen Hoffenheim oder so gehabt, weil gegen Köln war ja auch geile Stimmung zu Abend. Ich hätte gern im Stehblock gestanden. Aber gut, ich zu dem Zeitpunkt, als die uns das angeboten hatten, war auch noch nicht ganz so abzusehen, dass das tatsächlich eines der Top-Spiele dieser Saison sein wird, weil Köln und Frankfurt ja beide über den Erwartungen sind, glaube ich, und ja, weit über den Erwartungen, wobei das Spiel ja dann vielleicht nicht so ganz über den Erwartungen war, sondern ja auch, glaube ich, sehr taktisch geprägt war in der ersten Halbzeit, wo wir einfach sehr früh draufgegangen sind und Köln nicht haben ins Spiel kommen lassen und das einfach ja sehr geschickt gemacht haben, was ja dann auch für uns belohnt wurde, eben mit dem Tor. Und auf der anderen Seite dann in der zweiten Halbzeit ja so ein bisschen nachgelassen haben. Und das halt einfach, wie ich fand, taktisch sehr clever verwaltet haben. Köln ja durchaus dann noch mit ein paar Chancen, ja auch mit dem Elfmeter, den man durchaus, denke ich, hätte geben können. Ja. Aber am Ende halt einfach schon clever runtergespielt, wobei wir uns auch nicht hätten beschweren können, wenn es nachher zu einem Unentschieden gekommen wäre. Wobei der Abend für mich da nicht so lustig gewesen wäre, weil ich ja hier auf der St. Martins-Veranstaltung war. Der Einzige war im ganzen Saal, der irgendwie Netz hatte und sämtliche FC-Fans immer zu mir ankamen und fragten, wie steht's? Und ich dann immer mit so einem breiten Grinsen da stand und sagte, immer noch 1-0.
Was sich allerdings ein bisschen negativ auf meine Getränkequote an dem Tag ausgewirkt hat, weil ich viel selbst bezahlen musste. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, aber man muss sagen, die Eintracht hat das gut gemacht. Köln war der, jetzt auch ein platter Spruch jetzt, aber Köln war der erwartet starke Gegner. Und die Eintracht ist am Anfang echt gut draufgegangen. Das hat mich so ein bisschen überrascht und ich fand es gut, weil es so einen kleinen Überraschungseffekt hatte, was wir von Eintracht ja über auf lange Sicht auch nicht so kennen. Also es ist alles noch ein bisschen neu für uns, finde ich. Dass die Eintracht variabel ist, finde ich gut. Und irgendwie hast du das Gefühl, dass die Spieler auch Bock drauf haben, das alles umzusetzen, was Kovac ihnen sagt. Und das zeigt sich schon. Ja auch der Trend, den wir jetzt beobachtet haben. Gasinovic, der wunderbar sich ja auch gerade bei dem Tor, das wurde ja von Gasinovic selbst auch eingeleitet, eine schöne Aktion im Halbfeld, in ja, ich weiß jetzt gar nicht, so 20, 25 Meter vorm Tor war das ja schon gewesen. Dann dieser Pass raus auf Chandler, der ja genial sich entwickelt hat in der Saison, müssen wir ja wirklich sagen, das ist ja kaum wiederzuerkennen. Wenn wir alte Folgen von uns, haben wir immer geschimpft, warum lässt der Rehgesel nicht spielen? Warum holen wir da nicht was Gescheites? Oh nein, Chandler, da können wir auch gleich lassen, jemanden aufzustellen auf der rechten Seite. Und heute muss man ja wirklich sagen, ist einer der Führungsspieler, ist einer, der richtig Gas gibt, der auch Qualität zeigt und dann durch so eine schöne Flanke, die da natürlich dann auch super verwertet wird von dem Gasinovic, so ein bisschen dieses Gefühl, was ich auch im Moment habe, dieses positive Gefühl, die Spieler haben sich entwickelt, die Spieler wissen auch so ein bisschen, was sie zu tun haben, es ist eine gewisse Taktik da, es ist ein gewisser Gedanke hinter so einem Spiel, ein roter Faden zu erkennen. Du hast es auch schon schön angesprochen, es wurde gut verwaltet, es wurde sicher hinten gestanden, ich glaube, es war jetzt 5. Mal in der Saison schon ohne Gegentor. Oder 4. Mal in Folge. Also Wahnsinn. Das 4. Mal, das war doch jetzt, war das nicht jetzt auch Vereinsrekord? Hatten wir das nicht irgendwie seit 30 Jahren das erste Mal, dass wir 4 Spiele in Folge zu 0 hatten? Das war doch jetzt die Nummer. Genau, ja. Ja, genau, dann war das das, ja. Also Wahnsinn. Also da merkst du auch, es ist, natürlich ist es manchmal nicht schön zu gucken. Man sagt, ach, naja, das ist wieder was für Taktikliebhaber. Aber so musst du auch spielen, um überhaupt deine Punkte einzufahren. Und ich muss wirklich auch sagen, es war super. Köln war stark. Köln war insbesondere in der zweiten Halbzeit dann stark. Erste Halbzeit haben sie ein bisschen verschlafen. Dementsprechend geht auch das 1-0 in Ordnung. Klar, Elfmeter, ja, Handspiel, muss man sagen, war eine dumme Aktion von Oczipka in der Situation. War mal froh, dass das nicht gepfiffen wurde. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wirklich ein stark. Und da hat es den Dennis kurzzeitig zerlegt. Dafür ist der Basti jetzt wieder da. Ja, hallo. Jo. Ja, so. Gut, ja, also genau, das ist so im Endeffekt, das es ist, man hat ja auch gesehen, wenn man sich die Statistiken ein bisschen angeguckt hat, ich glaube, Köln hatte über 65% gewonnene Zweikämpfe, kam ja während des Spiels gar nicht so vor, es war in der Endphase schon so, dass man gedacht hat, Mann, jetzt jeder Ball, der rausgeht, kommt wieder zurück, umgehend, jeder zweite Ball sozusagen, da kann noch mal gefährlich werden, hätte auch ein 1-1 werden können, bin froh, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben und das Programm sind ja sicherlich auch noch ein paar Gegner jetzt die nächsten Wochen da, die wir erstmal schlagen müssen und unsere Punkte da holen müssen. Also bin ich froh, dass wir 3 Punkte gegen Köln holen konnten. Genau, aber jetzt auch, wenn man mal so auf die Gesamttabelle für uns guckt, ein absolut zufriedenstellendes oder mehr als zufriedenstellendes Ergebnis. Wir haben eigentlich, bis auf die 2 Spiele, wo wir auch hätten punkten müssen, bei den anderen mehr getan, als an der Stelle eigentlich ja, zu erwarten gewesen wäre und stehen jetzt nach 10 Spielen mit 18 Punkten da, was ja dem Ziel, was wir ja haben von 40 Punkten, uns extrem nahe gebracht hat. Also klar, jetzt werden noch ein paar Spiele kommen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer so angenehm sind, aber so die ganz großen Brocken sind ja dann jetzt auch erstmal durch, oder? Ja, also wir spielen noch gegen Dortmund, gegen Hoffenheim und Leipzig und die stehen ja aktuell auch noch vor uns. Aber wenn du dir anschaust, wer hätte denn gesagt, nach 10 Spieltagen, wir sind punktgleich mit Dortmund. Da hätte jeder gesagt, hier, hätte uns ein Vogel gezeigt. Oder auch 6 Punkte auf die Bayern, auf den Tabellenführer. Das ist Wahnsinn. Das ist eine Saison. Wir müssen einfach auch diesen Hype, versuchen ja alle so ein bisschen zu bremsen und ja, machen wir langsam und
war ja auch wieder schön, wenn du dann abends noch in der Stadt warst oder unterwegs warst, ja, erste Europa-Pokal-Lieder und so weiter und so fort. Aber finde ich gut, lass den Leuten ihren Spaß, das ist so eine Stimmung, davon musst du dich tragen lassen. Versuch das in den nächsten Spielen auch umzusetzen, denn es wird wieder schwieriger. Und es gibt auch wieder Spiele, wo wir sagen, eieiei, was haben wir denn da für ein Mist zusammengekickt und ärgern uns. Du hast schon gesagt, zwei Spiele hatten wir diese Saison jetzt schon, wo du eigentlich Punkte wirklich verschenkt hast. Dementsprechend hoffe ich mal, dass wir einigermaßen dieses Niveau halten können und dann ist wirklich alles offen. Und Marvin und auch Basti haben es gesagt, auch in ihre, als sie die Zweierfolge damals machen mussten, weil wir alle anderen leider nicht verfügbar waren, wo sie gesagt haben, diese Saison ist wirklich nicht zu planen. Wenn wir gut abrufen und die Spiele einigermaßen gescheit laufen und die Taktik des Trainers greift, ist auch eine Tabellenposition im oberen Halbfeld möglich. Und die Pessimisten hatten uns ja alle schon abgeschrieben, haben gesagt, naja, die wie aktuell Hamburg, ich glaube 2 Punkte haben die aktuell, so war ja die Einschätzung, die Eintracht mit dem Kader, was sie da zusammengestellt haben, das kann nichts werden, der Trainer ist nichts und so weiter und so fort. Ich freue mich wirklich, dass bis jetzt zumindest, toi toi toi, auch so weitergeht und wir einfach da gut bestehen können. Aber ich bin guter Dinge, weil die Entwicklung der Mannschaft ist enorm. Es sind ja nicht nur Glücksspiele gewesen, es ist wirklich... Nee, also Glück definitiv nicht. Also es ist eine sehr taktisch gut eingestellte Mannschaft. Man war ja, oder wir waren ja auch am Anfang der Saison so ein bisschen unsicher. Zum einen, weil wir gesagt haben, auch ob das Trainerteam es tatsächlich in so einer normalen Saison und nicht in so einem Rettungsmodus es schafft. Und es waren ja auch für uns viele Wundertüten drin durch die ganzen Laien und unbekannten Spieler. Und wir hatten ja damals gesagt, so nach dem 10. Spieltag kann man mal so eine erste Standortbestimmung machen. Und ganz ehrlich, Standortbestimmung irgendwo so um Platz 7 herum, bin ich extrem zufrieden damit. Und ich mache mir jetzt auch keine Sorgen drum, dass wir in 2 Spieltagen gegen Dortmund spielen. Weil Dortmund kommt für mich jetzt auch nicht so gut in die Saison im Moment rein. Wir haben gegen die Bayern gezeigt, dass wir taktisch extrem gut stehen können. Wir haben das gegen andere Mannschaften gezeigt. Also von daher macht mir Dortmund da jetzt nicht so eine Angst. Hoffenheim und Leipzig mag ich sowieso nicht, also habe ich auch vor denen eigentlich wenig Angst. Von daher ist für mich da erstmal alles im Lot. Vielleicht habe ich dann jetzt auch diese zu rosa-rote Brille auf. Aber ich bin da jetzt auch erstmal sehr entspannt. Wobei meine Rufe nach Europa jetzt an der Stelle nicht allzu groß werden, weil ich dann den Verein dafür einfach doch zu lange kenne. Aber so, ansonsten ist jetzt erstmal eine sehr positive Stimmung da, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Bei mir auch. Und auch wenn du im Umfeld dich umhörst, eigentlich sind sie alle positiv gestimmt. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass wir das Verletzungspech wird uns auch irgendwann wieder verfolgen. Wir haben ja jetzt auch schon gesehen. Das Verletzungspech hat uns ja quasi schon verfolgt. Da kommen wir ja gleich dazu. Da kommen wir später noch dazu, genau. Dementsprechend ist natürlich so eine Sache, wenn Leistungsträger dann wirklich wieder ausfallen sollten. Unser Kader ist nun mal leider nicht so breit bestückt, dass wir das einfach wegstecken können. Hoffen wir mal, dass wir es einigermaßen akzeptabel alles jetzt auch über die Bühne bekommen. Was mir aufgefallen ist, wusste ich auch nicht, die Saison endet ja diesmal nicht in diesem Jahr, sondern das letzte Spiel, der 17. Spieltag der Hinrunde ist ja im nächsten 9. Jahr schon und gegen Leipzig, glaube ich. Also das ist natürlich auch nochmal für uns dann auch ein Stellenwert, wo wir sehen, wie ist die Winterpause gelaufen, konnten wir uns gut vorbereiten. Ich hoffe, dass wir auch dann endlich mal unsere Erfahrung nutzen können, dass wir gut vorbereitet auf den Punkt aus dem Wintertrainingslagern und so weiter und so fort in die neue Saison kommen, beziehungsweise in die Rückrunde ist es ja dann eigentlich noch nicht, sondern einfach ins neue Fußballjahr und Leipzig eben als Neuling eben etwas Probleme bekommt, wir dadurch vielleicht auch dann einfach da in der Situation nochmal ein bisschen davon profitieren können. Wir hoffen ja, dass alles jetzt professioneller läuft als so die letzten Jahre, aber ich bin da eigentlich ganz guter Ding. Ich bin wirklich positiv gestimmt. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gerade stelle. Wann stolpert Leipzig tatsächlich? Die sind ja überraschend gut da eigentlich unterwegs. Ich meine, dass die früher oder später auf einem dieser Tabellenplätze da unter den ersten 3 Plätzen stehen, war ja zu erwarten. Dass es jetzt direkt in der ersten Saison und so schnell passiert, hätte ich jetzt nicht erwartet. Wobei sie vielleicht auch von vielen da an der Stelle einfach noch so ein bisschen unterschätzt werden. Ja, genau. Und die Frage ist halt einfach, wie schnell stolpern die tatsächlich
Und passiert das, bevor sie gegen uns spielen oder passiert das, nachdem sie gegen uns spielen? Aber dass die früher oder später da so ein bisschen ins Straucheln kommen, ist eigentlich für mich jetzt erstmal zu erwarten. Ja, da hast du völlig recht. Wir müssen einfach nur gucken. Es ist ja ein typisches Aufsteigerphänomen. Die Mannschaft kennt sich, die Dings ein bisschen verstärkt worden, auch haben ja ordentlich Geld auch in die Hand genommen. Das Problem an Leipzig ist, was du ja sonst bei Aufsteigern hast, sie sind jetzt nicht so auf den Euro angewiesen, was ja sonst meistens die Mannschaften komplett auseinanderreißt, Begehrlichkeiten weckt. Es ist natürlich so, in Leipzig verdienst du wahrscheinlich das Gleiche wie bei den Top-Clubs. Dementsprechend ist da der Anreiz nur, wenn du dich eben nicht international dann präsentieren kannst. Deshalb leider Gottes, so sehr ich dieses System, was eben den Rasenball Leipzig umgarnt, verachte, es wird wahrscheinlich nicht ein typischer Aufsteiger sein einfach. Also dieses Phänomen, ach, die sind jetzt stark, die fallen schon ab, die Leistung können die niemals halten, die können halt auch ordentlich Geld im Winter nochmal investieren, wo wir dann wieder Augen machen und sagen, was, die haben hier 20 Millionen so ungefähr ausgegeben und wir kratzen da mit unserem Rekordtransfer mit 3 Millionen rum. Das ist natürlich dann etwas deprimierend für uns, ist aber natürlich eine schwierige Situation. Ich denke aber ein Thema, was wir irgendwann anders mal wieder in Ruhe behandeln sollten. Wir beachten einfach jetzt, dass wir unsere Arbeit machen. Ich bin völlig zufrieden, auch nochmal die Kovac-Brüder, weil ja immer mal die Kritik kommt, es wird immer nur Niko Kovac genannt. Nein, die Kovac-Brüder machen super Arbeit, gefällt mir gut, ist taktisch gegliedert, taktisch roter Faden. Die Mannschaft entwickelt sich, muss man jetzt einfach mal gucken, wenn Alex Meyer auch mal wieder fit ist und über die volle Zeit gehen kann. Das war natürlich gegen Köln, muss man sagen, das Spiel kam zu früh, der hatte kaum Aktionen, das merkst du auch, der hat auch so nicht viele Aktionen im Spiel, aber die Dynamik hat gefehlt, das ist einfach, die Spritzigkeit hat gefehlt und dann, wenn der 15 Mal am Ball ist, hat er sonst eben 4 Aktionen aufs Tor und diesmal war es halt eher eine Nullnummer, aber so ist es halt, dann macht das auch nichts, der kommt auch wieder fit, hoffentlich dann wieder und nach der Länderspielpause tut auch dem einen oder anderen sicherlich gut. Hoffen wir mal, dass das passt. Genau. Die Herren und Damen in unserem Slack-Chat, den wir ja jetzt hier neuerdings betreiben, wo ihr lieben Hörer euch auch anmelden könnt, ihr findet alle Informationen auf unserer Live-Seite dazu, sind sich auch gerade so ein bisschen unentschieden. Wie das Thema Leipzig zu werten ist, die einen sagen, die werden spätestens zur Rückrunde stolpern. Richard stimmt dir dazu und sagt, naja, die legen halt auch nochmal im Winter nach und stellen quasi für die Rückrunde einen komplett anderen Kader zusammen. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es wird eben spannend zu sehen, wie sich das da ausgeht. Ich sehe das auch so ein bisschen ähnlich wie dieses Hoffenheim-Phänomen, wo ja auch in der ersten Halbzeit oder in der ersten Hinrunde damals, die auch alle so ein bisschen sehr am Überperformen waren, was dann einfach nachher auch stark nachgelegt hat. Also damit würde ich das jetzt auch so ein bisschen vergleichen. Wobei ich allerdings auch das Gefühl habe, dass Leipzig da über einen längeren Zeitraum hinweg Geld reinbuttern wird, als Hopp das bei Hoffenheim damals getan hat. Es ist einfach noch mehr der Geldhahn offen. Ja, das stimmt. Also es wirkt leider teilweise wie der unendliche Strom, weil du ja, wie du richtig sagst, das Problem ist ja eigentlich der Kader. Die Spieler werden ja nicht verkauft oder jetzt weggegeben, aber wenn die merken, oh, auf der Position, der schwächelt ein bisschen, da wird halt einfach mal richtig Geld in die Hand genommen, da wird noch einer hingesetzt, dann ist der Kader schon wieder breit gut besetzt. Bei uns ist ja eher das Problem, wenn wir mal Geld in die Hand nehmen und verbessern uns an einer Position enorm, dann ist normalerweise die zweite Alternative, die dann zur Verfügung steht, wenn die Spieler verletzt sind oder sonst was, eher, naja, weil wir einfach das Geld nicht zur Verfügung haben. Und dieses Phänomen, denke ich, ist einfach bei Leipzig nicht gegeben. Die können einfach frühzeitig schon mal ein bisschen nachlegen. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht sollten wir aber auch noch mal so ein bisschen auf dieses Köln-Spiel gucken. Da gab es ja auch, wenn wir jetzt mal vom Spielerischen absehen, wo man, glaube ich, jetzt alles in den letzten Wochen schon gelesen und gehört hat, was es da zu lesen und zu hören gab, gab es ja auch noch so ein bisschen die Diskussionen, oder das, was man wahrnehmen konnte, was ja außerhalb des Spielfeldes passiert ist. Zum einen die Damen und Herren, die sich da im Raum Sachsenhausen getroffen haben, um sich irgendwie da gegenseitig eins auf die Nase zu geben. Und der von uns allen geschätzte Herr Lostenippes war ja auch vor Ort und durfte ja dann diese eine Aktion da
beobachten, wie die Polizei irgendwie mit einer ganzen Mannschaft da in den gegnerischen Fanblock gestiefelt ist, um einen einzelnen Menschen da rauszuziehen, der irgendwie da Quatsch gemacht hat. Ich weiß nicht, Basti, wie viel hast du denn von den ganzen, von der Stimmung so rundherum mitbekommen? Waren es die einzigen Aktionen oder war da noch mehr? Ich habe gar nichts anderes mitgekriegt. Also ich habe auch die zwei Sachen nicht mitgekriegt. Das habe ich, da bin ich leider ja falsch ansprechbar. Ich war ziemlich früh am Stadion und nach dem Spiel habe ich auch nichts mitgekriegt. Also keine Ausschreitung im VIP-Bereich. Nee. Schade. Außer ich. Keine Glaskuchen geflogen, doch von dir dann, ja? Einer. Ausgepasst und habe mich gefreut. Nee, aber keine Ahnung, gut, konnte man ja nachlesen. Irgendwie waren 400 Köln-Fans in der Innenstadt unterwegs und sind dann als Sachsenhausen trinken gewesen. Dann haben es natürlich andere Fans gesehen. Die Polizei hat sich dazwischen gestellt. Also, ich glaube, da war nicht so viel. Ja. Ist ja nicht so schlimm, wie das geschrieben wurde. Und der gut, am Stadion habe ich jetzt vom Axel gehört, dass da die Polizei halt reinspaziert ist, um so einen kleinen 15-jährigen Hooligan da rauszuziehen mit 8, 9 Mann und andere Leute weggeschubst haben. Ja gut, wie man das halt kennt, das ist jetzt, glaube ich, nichts Überraschendes. Ich glaube, bei solchen Geschichten, gerade wenn du einfach dann auch merkst, dass im Vorfeld da irgendwo oder vorher was gelaufen ist, dass du dann einfach sagst, okay, wir brauchen eine Aktion, um zu zeigen, wer hier die Hosen anhat. Und dann kommt es ja gerade recht, wenn dann irgendwie so ein kleiner Unbedeutender, vor dem du auch keine große Angst haben musst, dann da irgendwie so ein bisschen aufkommt und du dann halt einfach mal dich demonstrativ zeigen kannst und sagen kannst, so, wer jetzt anfängt, bei dem kommen wir nicht mit 15 Mann, sondern da kommen wir mit 30 und dann gibt es halt direkt einen Knüppel übergezogen und dann ist gut. Also, ja, ob das so deeskalierend wirkt und so der schlaue Weg ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber nun gut, es ist, wie es ist. Für die Statistik, weil ich mich eben zurückgehalten habe, ich glaube, Leipzig bricht nicht ein. Will ich jetzt nur kurz hier aufgenommen bekommen haben und kommen jetzt am Ende, notiert. Ende der Saison anders jetzt. Häkchen dran, genau. Lasst uns gucken nach vorne. Nächstes Spiel am kommenden Sonntag, 17:30 Bremen, gegen Bremen. Ne? Genau. Die Bremer sind jetzt für mich auch noch nicht so super gut in die Saison gestartet. Ja, Platz 16, 7 Punkte. Torverhältnis von minus 15. Ja, gerade mal 2 Spiele gewonnen. Da ist jetzt halt auch, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, also. Das stimmt. Ja, stehen jetzt in der Heimtabelle auch nur geringfügig weiter oben. Also, ich glaube schon, dass da ein bisschen was gehen kann. Da kann auf jeden Fall was gehen. Du siehst ja auch, ich glaube, die letzten 3 Spiele oder was hatten die auch schon wieder verloren? Auch vom Torverhältnis her definitiv nicht die stabilste Defensive. Also ich denke, das könnte uns schon liegen. Das Problem ist nur, dass wir ja gesehen haben, kommt wieder darauf an, wie der Spielverlauf ist. Wir haben ja die Saison jetzt wirklich, wenn man das im Revue passieren lässt, die letzten 10 Spiele, haben wir uns immer schwer getan, wenn wir selbst das Spiel machen sollten oder im Endeffekt wirklich an Kreativität nach vorne was aufbauen sollten. Und das ist hier, glaube ich, bei Bremen schon auch wieder gefordert. Die werden uns nicht die Hütte einrennen. Und wir können unsere Taktikspielchen machen und ja, dann kontern wir halt mal aus oder sowas. Das wird leider so nicht funktionieren. Oder wie seht ihr das? Ja, ich sehe es als nächsten Test. Es ist der nächste Test, inwieweit mein Vertrauen in die Eintracht steigen könnte, weil es eigentlich so ein Spiel ist, wo ich denke, ja, das verkackt die Eintracht. Da ist gute Stimmung in Bremen und dann Bremen muss jetzt auch, die haben jetzt genug Zeit gehabt, sich wieder ein bisschen zu sammeln und der Trainer ist auch so ein emotionaler Typ und wir haben das, glaube ich, war das am letzten Spieltag da gesehen, als wir da quasi dann dafür in die Relegation geschickt wurden von denen und ich erwarte ein ähnliches Spiel und leider auch einen ähnlichen Ausgang, aber den erwarte ich nur, weil ich immer noch so eine kleine Skepsis bei der Eintracht habe. Also ich bin begeistert, was gerade los ist, aber so diese komplette Angst bin ich noch nicht losgeworden und deswegen denke ich, dass es ein ganz, ganz ekliges Spiel werden kann. Also das wird, Bremen wird mit den Mitteln, die sie haben, die ziemlich begrenzt sind, aber die werden kämpfen und in der Stadt, da ist immer dann wieder so eine elektrisierende Stimmung, dass die irgendwie trotzdem dann auf den Punkt motiviert sind und die Fans sind dann da und
Ja, dann gucken die irgendwie einen rein und die Eintracht gerät dann so ein bisschen ins Schwimmen. Aber eigentlich hat die Eintracht ja genau das abgestellt. Die Eintracht hat ja eigentlich, die ist ja selbst gegen Bayern auch zurückgekommen. Und die Eintracht ist nicht mehr so diese Eintracht, die, wie wir sie eigentlich kennen. Und deswegen nenne ich es tatsächlich den nächsten Test. Also es ist der nächste Test, ob das wirklich so stabil ist, wie das gerade rüberkommt. Und wenn die Eintracht da einen Punkt holt oder gewinnt, dann wäre das schon sehr, sehr ideal, weil ja, es werden immer mehr Punkte. Und wenn man überlegt, was hat der Dennis vorhin gesagt, der HSV hat 2 Punkte, dann sind wir ja Genau. tatsächlich schon 16 Punkte vom HSV. Das ist schon eine üble Geschichte für die auch. Ja, Aber. wir haben momentan 11 Punkte Abstand vor dem Relegationsplatz und in der Tat 16 Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, weil vor dem HSV steht Ingolstadt auch mit 2 Punkten, die einfach nur ein etwas besseres Torverhältnis haben. Ja, Leute, und Ja. mehr können wir auch nicht verlangen. Mehr können wir auch nicht verlangen und deswegen, selbst wenn Eintracht in Bremen verliert, ist auch noch die Welt nicht untergegangen. Dieses Spiel gegen Köln war immens wichtig, um das Pendel ins Positive umschlagen zu lassen, um zu sagen, okay, das hier kann wirklich eine gute Saison werden. Weil es ist jetzt ein bisschen weniger als ein Drittel vorbei und du hast jetzt auch gegen Mannschaften wie Berlin und Köln, die beide auch eine nachweislich gute Saison spielen, hast du auch nicht federn lassen. Und du hast jetzt nicht mehr. Am Anfang hatte ich noch so ganz kurz die Befürchtung, habe ich gedacht, oh je, im Nachhinein waren die Siege gegen Schalke und Leverkusen. Die haben sich ja danach so ein bisschen relativiert, weil Schalke hat ja alles verloren, Leverkusen sieht man auch, dass die ein bisschen gestruggelt haben. Habe ich gedacht, oh, hoffentlich täuschen die uns nicht über irgendwas hinweg, weil wir ja gleichzeitig auch in Freiburg und in Darmstadt verloren haben. Gut, aber jetzt kann man sehen, weil das jetzt auch Spiele sind, die man wirklich dann auch in Gladbach zähle ich auch dazu, die dafür sprechen, dass die Eintracht echt vorangekommen ist und viel, viel, viel stabiler ist als in der Vergangenheit. Und dann hoffe ich, dass sie das in Bremen auch beweisen, weil wenn die Eintracht das wieder so auf die Straße kriegt wie in den letzten Wochen, dann gewinnt die Eintracht in Bremen ganz klar, weil die Eintracht eigentlich die reifere Spielanlage hat und ein bisschen abgezockter ist und auch einfach besser drauf ist. Also du kannst da hinfahren und denken, ja, ihr seid, glaube ich, in größeren Schwierigkeiten als wir, können befreit aufspielen und wenn die Eintracht dann da in Führung geht, wird das ein super Spiel, weil wir gesehen haben, was passiert, wenn die Eintracht Platz hat. Und die Eintracht kann diesen Platz gut ausnutzen und ich hoffe, dass wir ähnlich wie in Gladbach spielen, nur mit ein bisschen mehr Drive nach vorne und dann. Ja, ich blende jetzt einfach mal aus, dass wir Eintracht-Fans sind und dass wir sowieso immer irgendwann wieder in die Chance kriegen. Eigentlich gewinnt die Eintracht in Bremen. Klares Ding. Glaube auch gar nicht so sehr, dass wir da irgendwie einen auf die Nase kriegen. Also wie Dennis schon Aber dann sagte, hast du schon Bremen. verdrängt, was die Eintracht mit uns in den letzten Jahren gemacht hat. Ja, aber so ganz glaube ich da nicht dran, dass wir wieder so einbrechen. Bremen hat, wie Dennis schon sagte, die letzten 3 Spiele verloren gegen Leipzig, Freiburg und Schalke. Die haben immer 3 Tore eingeschenkt bekommen. Die sind ganz klar unter Zugzwang. Die können sich das nicht erlauben, auch nur in einem Spiel irgendwie zu versuchen, nicht die 3 Punkte zu holen. Die werden vielleicht nicht unbedingt das Spiel machen, aber die werden schon versuchen, so ein bisschen mehr nach vorne zu gehen. Und ich halte die für eine absolut instabile Mannschaft im Moment. Wenn wir die genauso wie Köln in der ersten Hälfte unter Druck setzen, dann geraten die aber extrem ins Wanken. Und dann können wir denen schon, wenn wir das clever einfach machen, die früh wirklich hart attackieren, also hart in Form von schwer in Bedrängnis bringen, jetzt nicht in Form von körperlich hart, also es soll da jetzt nicht zu Schlägereien oder irgendwas kommen, wobei selbst dann würden sie verlieren, sondern die einfach wirklich schwer unter Druck setzen. Ich glaube, die haben keine wirklich stabile Abwehr im Moment und denen früh 1 bis 2 Dinger einschenken und dann das Ding einfach nur konsequent mit einer Fünferkette hinten verwalten und auf Konter setzen. Entweder wird es dann nach 20 Minuten so ein müdes Hin- und Hergekicke, weil keiner sich mehr irgendwie weit über die Mittellinie traut. Ja, die einen, weil sie Angst haben, dass sie noch 3 Tore kassieren und die anderen, weil sie eben die Tore nicht, den Vorsprung nicht hergeben wollen. Und dann kannst du eigentlich nach 20 Minuten wahrscheinlich abschalten. Oder es wird halt ein gnadenloses Schlachtfest für uns und wir gehen da irgendwie 4-0 nach Hause. Also für uns 4-0, so rum. Ja, doch. Also ich muss Na sagen, gut, das ist ein bisschen übertrieben. das Problem, genau. Ich denke, wir müssen jetzt auch so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Ja, zu auf die Bremse sehr, treten, ja, eben. genau, also wir müssen es zumindest gezielt ins Ziel bringen. Und ich denke auch, du sagst aber da was Richtiges, René.
mit der, in Anführungszeichen, Fünferkette. Es ist ja eigentlich eine Dreierkette mit den Außen. Das gefällt mir momentan sehr gut, weil gerade auch in Hasebe, diese, in Anführungszeichen, Libero-Position, gefällt mir super. Spielt also, er auch wirklich ganz klasse. Ganz ehrlich, das ist doch der zweite Lothar Matthäus, so wie der spielt. Wahnsinn, ja, ist wirklich. Also der blüht richtig auf. Das war ja auch teilweise in der letzten, vorletzten Saison, wo wir gesagt haben, meine Güte, warum wollten wir denn Hasebe unbedingt haben? Das war wirklich nicht mehr zu erkennen, nicht mehr wiederzuerkennen. Und heute, der blüht richtig auf, der hat wieder diese Spielverlagerung auch drauf, dann mal Pässe zu spielen, wo man sagt, ja, das ist mal wieder schlau. Und dann hast du ja sowieso mit Mascarell und auch Husch, die hat das eigentlich auch ganz ordentlich da auf den Sechsern gemacht. Mhm. Die Spieler, die wirklich so ein Spiel wirklich momentan leiten können, hinten defensiv stehen wir sicher und danach geht's nach vorne. Wir müssen natürlich vorne ein bisschen gucken, wer soll dann kommen. Ich glaube, da ist ja dann auch so eine Situation jetzt, wo wir noch drüber sprechen müssen mit den Verletzten, wo wir ja auch dann gleich noch zu kommen. Aber prinzipiell denke ich schon, es wird aber wahrscheinlich eher ein knappes Ergebnis, das will ich damit sagen. So dieses, dass wir da jetzt ein Feuerwerk abschießen und dass wir da nach vorne, das ist einfach, ich glaube, dafür sind wir noch nicht ganz weit genug, um ein Spiel wirklich dem Gegner so richtig aufzuzwängen, selbst wenn der nicht so gut drauf ist, den richtig platt zu machen. Sondern ich denke, wie du vorhin auch dann schon mal gesagt hattest, so ein 1-0 und dann wird es verwaltet, dann wird es sauber verwaltet, dann schießt du vielleicht noch das 2-0 und dann sind wir ja auch alle zufrieden. Wir sind ja hier, wäre ja vermessen zu sagen, Mensch, ich will jetzt aber gegen Bremen, die stehen da unten, haben 7 Punkte, haben die letzten 3 Spiele verloren. Also wenn das unter einem 3-1 ist, dann raste ich aus, oder 3-0 oder was weiß ich. Dann gefällt mir das nicht, sondern es muss hier ja immer noch darum gehen, ein direkter Konkurrent, das ist ja immer wichtig, diese 40 Punkte, Marco Basti hat es vorhin, oder René, du hast es vorhin auch schon gesagt gehabt, diese 40 Punkte müssen einfach im Kopf bleiben. Und wenn du 40 Punkte natürlich gegen eine Mannschaft oder 3 Punkte dann gegen Bremen holst, die auch da unten rumgurken momentan und dann garantiert am Ende der Saison auch wahrscheinlich da unten irgendwo zu finden sein wird, weil einfach die Saison nicht läuft, die Mannschaft scheint nicht zu funktionieren. Dementsprechend, wenn du gegen die natürlich 3 Punkte holst, ist das nochmal viel, viel mehr wert, als wenn du jetzt gegen oben, gegen die Dortmunder oder sonst was 3 Punkte holst. Deshalb ist es wichtig, dass du konzentriert bleibst, nicht überpaced, nicht alles versuchst jetzt nach vorne, sondern natürlich diese aggressive Art, den Spieler anzugehen, das gefällt uns, aber genau diese taktische Marschroute, die momentan so wunderbar funktioniert, die solltest du auch beibehalten. Ja. Da ist auch viel. Ich denke auch, der Dennis hat recht, dass man muss so ein bisschen. Die Eintracht ist noch nicht so weit zu sagen, wir sind Favorit in Bremen und fahren dahin und zeigen das denen. Sondern die Eintracht muss sich das alles erarbeiten. Die muss ja nicht anfangen zu denken, dass sie gut sind, sondern die müssen kommen. Aber ich glaube auch, das macht Kovac auch nicht. Kovac wird die immer wieder runterholen und denen sagen: Leute, beruhigt euch und wir müssen weiterarbeiten, weil bei der Eintracht war auch viel Spielglück dabei. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben. Du hast viele Spiele, die auf der Kippe auch waren. Und auch wieder der Elfmeter gegen Köln, ne? Das kann auch wieder laufen. Da kriegst du den kannst Elfmeter gegen Köln das Spiel gefilmt. Auch verlieren. Das genau. Ist ja so. Und gegen die Hertha machst du dann auch kurz, macht Hector dann noch das 2-2. Und es ist, wir sollten uns freuen. Und im Endeffekt sorgt es ja auch für eine positive Stimmung, weil man auch dann ein Stück weit ignorieren kann, wie das zustande gekommen ist. Und die Eintracht hat ja auch Fortschritte gemacht. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Und du spielst jetzt in Bremen und dann gegen Dortmund. Das Geile ist ja eigentlich, da sind von 0 bis 6 Punkten ist halt alles drin. Und das ist einfach irgendwie angenehm. Das stimmt, du kannst dir tatsächlich vorstellen, dass sie auch beide Spiele gewinnen. Und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen. Und eigentlich ist es ein bisschen schade, dass ich das Gefühl habe, dass da vorne jetzt gerade Mannschaften sich tummeln, ja, die so ein bisschen. Ja, die da vielleicht sogar auch bleiben. Also das ist so, da sind, glaube ich, Hoffenheim und Leipzig ist leider so. Die sind halt jetzt da, weil die haben sich jetzt irgendwie mal gefangen und haben die haben bessere Möglichkeiten beide als die Eintracht. Haben das in den vergangenen Jahren nicht so gut gemacht. Und die Vereine, die unter uns sind, da denkt man auch, die fangen sich noch. Also wir werden wahrscheinlich nicht punktgleich mit Dortmund bleiben. Die Hertha ist uns, glaube ich, ein Stück weit voraus. Und Leverkusen, Gladbach sind auch Vereine, die eigentlich vor uns stehen müssten. Da muss schon viel zusammenkommen, dass die Eintracht in den Europapokal kommen kann. Und trotzdem muss man sagen, dass es drin ist. So leid mir das tut. Ich will ja auch niemanden dann, dass jemand enttäuscht bleibt. Aber
Die Eintracht kann Siebter werden. Aber gut, die Eintracht kann auch noch 14. werden. Also von daher. Ja, also ich sehe uns, ich würde jetzt auch nicht sagen, wir fahren nach Bremen mit dem Wissen, dass wir der absolute Favorit sind und dass wir die irgendwie 5-0 an die Wand spielen. Ich denke aber schon, dass, wie du sagst, Kovac in der Lage ist, die Mannschaft und die Spieler sehr genau taktisch auf diese Situation einzustellen. Und ich einfach der Meinung bin, dass Bremen momentan ein absoluter Trümmerhaufen ist. Ja, da hast du völlig recht. So, und wenn du da einmal kräftig gegen diesen Haufen dagegen trittst, und das wird Kovac den Jungs da schon vermitteln können, zu sagen, da und da jetzt einmal mit Schwung bitte dagegen treten, dann bricht das ganze Ding halt einfach wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Da musst du nicht für Favorit sein, sondern da musst du auch einfach nur wissen, wo du die Daumenschrauben ansetzen musst. Und wenn ich jemandem zutraue, diese Daumenschrauben zu finden und die Leute darauf zu eichen oder denen klarzumachen, wie sie da taktisch vorgehen müssen, dann ist es für mich momentan ganz klar ein Niko Kovac. Ja, das sehe ich noch nicht so. Ich sehe, dass noch ein bisschen mehr Arbeit vor uns. Ich glaube, dass die Eintracht das noch nicht kann. Ich glaube nicht, dass sie da hinfahren können und die Bremer sich so zurechtspielen können, sondern die Eintracht kann das machen, was sie die ganze Zeit gut gemacht hat, und das ist konzentriert spielen und hoffen, dass diese Konzentration und dieses Beharren auf die Chance, die dann irgendwann kommt, um die dann zu nutzen, dass das irgendwann ausreicht. Aber ich glaube, die Eintracht ist noch nicht so weit, das tatsächlich so ein bisschen planen zu können, sondern die Eintracht ist viel auf Sachen angewiesen, die sich dann erst an dem Tag ergeben. Das kann so wie in Ingolstadt sein, dass das zwei Standardsituationen sind und dann packt Oczipka so ein Ding aus. Das sind ja keine Dinger, wo du sagst, ach, guck mal hier, da hat die Eintracht sich das gut zurechtgelegt. Es war jetzt ganz klar, dass der Oczipka irgendwann so ein Brett rausholt, sondern das sind halt Sachen, die ein Stück weit mit Zufall und Glück zu tun haben. Aber, definitiv. Aber die, ja, jetzt kommt, ich zahle nochmal 3 Euro. Ein Glück musst du ja auch erarbeiten, gell? Und das ist aber tatsächlich so, weil du musst, wenn du immer dranbleibst, und die Eintracht ist wenigstens so. Ich habe zum Beispiel jetzt das Gefühl, und ich glaube, das ist das Einzige, was ich bei Bremen voraussagen könnte, dass wenn Bremen 1-0 in Führung geht, es ist nicht so, dass ich dann sage, ja, okay, das ist jetzt wieder Eintracht, jetzt ist wieder gelaufen, sondern ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht dann auch noch das 1-1 macht und dass es vielleicht auch so ausgeht. Das stimmt, ja. Bleib bei meiner Einschätzung. Ich sag, wir werden die jetzt, und da sehe ich das ähnlich wie der Sarge das hier im Chat sieht, dass wir die nicht 2-0 vom Platz fegen, aber dass die Waage für Sieg oder Niederlage erstmal ganz klar in unsere Richtung für Sieg gehen wird in dem Spiel, weil ich, wie gesagt, einfach dran glaube, dass ich mir sicher bin, dass Bremen einfach so ein absoluter Trümmerhaufen ist, dass wir dieses eine Spiel für uns entscheiden können, auch wenn ich Basti zustimme und sage, wir sind nicht generell in der Lage, in irgendein Spiel zu gehen und zu sagen, wir sind der Favorit und kriegen das auf jeden Fall über die Bühne, dafür müssen wir noch zu viel arbeiten, aber für dieses eine Spiel, sage ich, sind wir diejenigen, die das Ding nach Hause holen werden. Auf jeden Fall, was wir halt auch immer im Hinterkopf behalten müssen, wir haben momentan mit einem der besten Defensivketten, Abraham spielt überragend, Hasebe spielt gut, Valero Wahnsinn, Radetzky auch wirklich gut. Ich glaube, Radetzky und Chandler sowohl in der Defensive als auch in der Vorwärtsbewegung extrem so bemüht und extrem gut unterwegs. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich bei beiden, bei Oczipka mehr als bei Chandler gerade so ein bisschen auch mich am Fragen bin, wie lange können die beiden diese Form noch halten? Also die sind so viel unterwegs. Ich habe ähnliche Gedanken im Kopf. Ich glaube, Chandler spielt radikal über seinen Verhältnissen. Ja. Also ja. Auch an der Oczipka im Moment. Gibt das eigentlich nicht her. Er profitiert natürlich davon, dass bei der Mannschaft auch gut läuft. Und ragt trotzdem ab und zu heraus. Und ich muss zugeben, das überrascht mich. Ich würde aber trotzdem eine unpopuläre Aktion vorschlagen. Ich würde ihn, wenn es so weitergeht bis zum Winter, ich würde ihm im Winter, weil es gab diese Gerüchte, dass AS Rom ihn haben will, ich würde ihn im Winter echt tatsächlich verkaufen dann. Weil ich denken würde, du würdest dann unverhältnismäßig viel Geld für ihn kriegen. Vielleicht sogar 4 oder 5 Millionen Euro. Und dann ist Varela auch wieder fit, glaube ich. Und dann hast du Varela und Regesel. Das würde mir reichen, anstatt zu warten, bis Chandler sich wieder auf Normalniveau einpendelt. Das hört sich jetzt komisch an. Das hört sich überhaupt wahrscheinlich nicht passieren. Aber. Also ganz ehrlich, den Fehler haben wir in der Vergangenheit ja oft genug gemacht, dass wir es nicht erkannt haben,
wann ein Spieler so dermaßen über seinem Zenit hinaus ist, um damit jetzt nochmal ordentlich irgendwie Kohle zu machen. Ja, bei Inouye war das auch so. Genau, und dann einfach drauf sitzen bleiben, in dem wahnsinnigen Irrglaube, dass da über kurz oder lang noch mehr Geld irgendwie auf uns einfällt und irgend so ein total bekloppter Mensch aus England kommt und uns 2 Trilliarden für den Spieler gibt, ja, um dann nicht festzustellen, dass das, was wir da eigentlich haben, gerade eben mal so ein absolutes Leistungshoch ist. Und ich sehe das ähnlich wie du auch. Also wenn da jetzt ein mehr als valides Angebot für Chandler kommt, dann lieber jetzt abgeben und versuchen, die Position zu kompensieren, was wir durchaus irgendwie ja hinkriegen sollten, weil wir haben ja da noch den einen oder anderen, anstatt dann darauf zu hoffen, dass er irgendwie das in der Rückrunde da auch durchhält, weil das glaube ich einfach nicht, dass er in der Rückrunde das gleiche Niveau halten kann, was mich nochmal in den Punkt bestärkt, dass wir jetzt in der Hinrunde und in dem letzten Leistungshoch, wie wir gerade unterwegs sind, so viele Punkte, wie es nur irgendwie geht, mitnehmen müssen, weil es in der Rückrunde extrem hart wird. So ja, ist das, ja, die Spieler spielen natürlich. Wir sollten uns auf jeden Fall darauf einstellen. Leistungsspitzen. Ja. Das, ja, aber die Sache ist, dass wir wissen es trotzdem nicht. Das ist ja das Gute. Deswegen es kann ja sein, dass die Eintracht auch eine normale Hinrunde spielt, wenn wir die Rückrunde dann sehen. Es kann auch sein, dass das ist, was die Eintracht tatsächlich kann. Wir wissen es nicht. Wir haben, Kovac ist seine erste Saison eigentlich. Die paar Spiele am Ende kannst du da nicht dazuzählen, weil es eine andere Situation war. Und es kann sein, dass das der Weg ist, den die Eintracht jetzt beschreitet, dass es Schritt für Schritt nach vorne geht, dass du gute Spiele ausleistest, die du dir sonst nicht irgendwie leisten könntest. Und im Endeffekt, wir haben es am Anfang ja viel kritisiert. Ich bin immer noch nicht zu 1000% davon überzeugt, aber es ist trotzdem besser als der Weg, den wir vorher gegangen sind, weil vorher, wenn du es vergleichst, die Eintracht hat vorher sich immer Spieler geholt, die sich halt leisten konnte, ist damit nicht ganz so vorangekommen. Hat dann eigentlich fast nie jemanden verkauft, sind manchmal Verträge ausgelaufen und es gab Ausstiegsklauseln und dann hast du bei der Eintracht gefühlt jedes Jahr einen Umbruch gehabt. Sowieso. Ja. Auch ohne Ausleihen. Und jetzt hast du diesen Umbruch und weißt, dass er da ist und hast aber bessere Spieler. Also im Endeffekt ist es jetzt, es ist keine unfassbare Weiterentwicklung, wo du sagst, ja geil, das wird uns über die nächsten paar Jahre tragen. Aber du hast zumindest so einen kleinen Abfärbeeffekt, dass du sagst, wenn du eine Mannschaft bastelst, mit ein paar Leihspielern, die dann gut spielt. Und in diesem Korsett, was du schaffst, werden dann Spieler, die dir gehören, wie Gacinovic oder Fabian oder Radetzky, werden dadurch besser und steigern ihren Marktwert. Dann kannst du halt die verkaufen. Und vielleicht ist Chandler der Erste, den wir für 4-5 Millionen Euro verkaufen. Mhm. Und im Sommer vielleicht irgendjemand anders, um dann von Neuem das zu starten. Und ich glaube, dass es besser ist. Dass die Eintracht weiß, nächsten Sommer ist der nächste Umbruch, weil die Laien laufen aus und wir kommen vielleicht nicht so unbedingt langfristig voran, aber es macht zumindest in der Gegenwart gerade Spaß und bei der Eintracht, es ist halt für uns ist es ein Fortschritt, aber gut. Das hast du aber was Gutes angesprochen, mit diesen im ruhigen Gewässern und wenn die Mannschaft stimmt und Dings, die anderen Spieler, die uns gehören, lassen sich natürlich tragen von sowas. Du kannst auch denen Spielzeit geben, wenn wir jetzt hier sehen, Gacinovic jetzt hier wieder ganz unten rumkicken würden und so weiter, willst du die Experimente nicht machen, dann willst du wieder sagen, ja, willst du den jetzt wirklich da wieder reinwerfen, ach, dann wird wieder gesagt, na, der hat noch nicht die Spielpraxis, der kann noch nicht, Fabian, ach, das ist zu verspielt, den können wir jetzt in der Situation nicht gebrauchen. Wenn das alles, wenn diese Leihspiele dazu führen, dass wir im Endeffekt einen sauberen, taktisch, ja, sauberen und guten Fußball spielen, einen ruhigen Fußball, wo man auch mal jüngere Spieler die uns dann vielleicht gehören oder auch Spieler, die jetzt noch nicht ja, in ihrer Ausbildung so weit sind, dass wir sagen können, die werfen wir jetzt mal ins kalte Wasser und das ist nicht sofort, okay, wenn wir jetzt 1, 2 von denen ins kalte Wasser werfen, dann verlieren wir das Spiel auf jeden Fall, weil einfach das Gebilde so fragil ist, dass es eh fast zusammenbricht, dann haben wir doch schon gewonnen. Und deshalb sehe ich das genauso wie du, Basti. Es ist eine schöne Sache, dass du auch siehst, dass Spieler auf einmal dann sehen, ach, ich fühle mich hier wohl, das ist auf einmal hier alles viel ruhiger und blühen dann richtig auf. Hm. Wäre schön, wenn es natürlich mehr als jetzt diese Hinrunde reicht oder die ersten 10 Spiele, die Hinrunde ist ja auch noch lange nicht vorbei,
ich sehe es auch so, und da ist auch noch ein Punkt, den ich noch sagen möchte, Spieler wie Rebic, Spieler wie Ragota, Spieler wie Tavata und was weiß ich, so die ganzen Spiele, gut, da sind jetzt ein paar dabei, die haben Blessuren, auch ein Blumen und so weiter, kommen wir auch gleich nochmal zu, aber das sind ja auch noch Spieler, die dann als Breite des Kaders in der Rückrunde einspringen können und vielleicht auch dann endlich mal an ja, Stellen eingesetzt werden können und zu na, einem Superspiel beitragen können. Das wissen wir ja noch gar nicht. Dementsprechend, es muss ja nicht nur diese Elf, die jetzt momentan spielt, spielen, sondern auch die Spieler, die wir im Endeffekt noch in der Hinterhand haben, die momentan vielleicht dann auch verletzungstechnisch etwas ja, problematisch waren, die vielleicht dann auch dieses Leistungsniveau erreichen können und dadurch dann natürlich dieser Wegfall, falls einer der ersten Elf jetzt mal rausfallen sollte, weil er einfach nicht mehr so kann, das wunderbar wieder ersetzen kann. Varela hast du vorhin angesprochen und so weiter und so fort. Müssen wir einfach mal gucken. Denke ich, bin ich auch eigentlich recht optimistisch. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was sich da tut, wobei wir natürlich von diesen ganzen Transfergeschichten, Rückrunde und so weiter dann doch noch ein bisschen entfernt sind. Da sind ja dann doch noch ein paar Spiele dazwischen, die erstmal abgewickelt werden müssen. So ist das. Was tippt ihr denn für das Spiel gegen Bremen? Herr Basti, Sie stehen als Erster in meiner Liste. Beim Länderspiel übrigens 0-0, nur mal so angemerkt. Aber Jonathan Tah ist gerade eingewechselt worden. Ja, dann schießen wir jetzt Tore ohne Ende. Nö, aber finde ich cool. Ich mag den sehr und ich freue mich sehr für ihn. Ja, das cooler Typ und das geiler Spieler. Was würde ich sagen? Ich tippe leider 1-0 für Bremen. What? Das habe ich 1-1 geschrieben. Ne? Du meinst natürlich 1-0. Dann stehe ich als Nächstes in der Liste, also ohne dich jetzt übergehen wollen zu Dennis, aber ich gehe es jetzt einfach sehr von oben nach unten durch. Ich glaube, der Richard war das hier im Chat so schön geschrieben. Das Ding ist halt, Bremen kriegt immer Tore, genau. Das glaube ich auch. Und wir kriegen jetzt im 5. Spiel in Folge mal keine Tore und sag, wir gewinnen 3-0 für uns. Oh, okay. Marvin ist nicht da, der ist leider noch unterwegs und lässt sich entschuldigen. Wir hätten gerne den Stimmenvergleich vorher, nachher gehabt, aber dann müssen wir da einfach noch eine Woche warten. Frau Alex ist auch nicht da, dann bleibst du noch übrig, Dennis. Dann darf ich das doch auch noch tippen, ja? Ja, darfst du, wenn du möchtest. Nee, ich möchte gerne. Ich bin ein bisschen konservativer als du. Denke, wir gewinnen 1-0 und es wird eher eine knappe Kiste. Ich denke, wir stehen taktisch gut hinten. Dann geht auch vorne irgendwann mal ein Bällchen rein. Das passt dann schon. Und wie du sagst, wir werden unseren Rekord weiter ausbauen, den vereinsinternen und das 5. Spiel in Folge. Kein Tor fangen. Ja, das ist doch wunderbar, da sind wir uns doch da an der Stelle zumindest schon mal einig. Auf jeden Fall. Kommen wir zu einem großen Block Aktuelles. Das Thema Chandler in Bestform hatten wir schon, das können wir dann hier mal gepflegt durchstreichen. Der Herr Abraham hat seinen Vertrag verlängert bis 2019 und gibt als Hauptgrund an, dass seine Familie sich dafür entschieden hat, aber ist, glaube ich, auch so ein bisschen ganz begeistert von dem, wie es in der Mannschaft gerade läuft und Trainer etc., würde ich sagen, ist jetzt erstmal eine gute, positive Nachricht, dass er da sagt, ich bleibe noch ein Jahr länger. Super. Ganz wichtig. Also das ist gar nicht zu unterschätzen. Der ist, ich habe jetzt eine super Entwicklung hingelegt. Also Abraham ist ja wirklich da hinten ein Stützbalken in der Innenverteidigung mit. Das ist klasse. Also muss man wirklich sagen, freut mich auch sehr. Finde ich sehr gut. Wenn es tatsächlich noch schaffen sollten, Vallejo noch ein Jahr weiter auszuleihen, dann haben wir jetzt erst nochmal anderthalb Jahre echt eine geile Innenverteidigung. Ja. Die gehört in der Bundesliga ins obere Drittel auf jeden Fall. Also da müssen wir uns nicht verstecken. Wenn Abraham, das Einzige, was ich bei ihm so ein bisschen Angst habe, ist seine Verletzungsanfälligkeit teilweise. Aber ich glaube, der fühlt sich hier sehr, sehr wohl, hat er auch gesagt. Und man darf gar nicht unterschätzen, dass wir so einen in der Form einfach so still und leise problemlos halten können. Das beruhigt mich arg und hoffe, dass das so weitergeht. Es gibt viele Spieler, wo du sagst, passt schon echt gut. Es gibt ein paar Positionen, wo du sagst, da gibt noch eine oder andere Ergänzung. Dann hat die Eintracht echt eine gute Mannschaft. Und der Dennis hat es vorhin angesprochen, der Marvin und ich hatten das vor der Saison auch. Wenn du dir bei der Eintracht einfach nur mal so aufschreibst, wer da auf dem Platz steht, dann ist das teilweise schon echt viel Qualität. Rebic hat sich auch geäußert, dass er gerne bleiben würde. Ich würde ihn auch sehr, sehr gerne behalten. Der hat noch so ein bisschen Pech mit Verletzung, aber der deutet teilweise schon an. Und ich war jetzt beim
bei dem Freundschaftsspiel FSV gegen Eintracht, da ist er dann auch eingewechselt worden und man sieht, der hat ja nicht viel gerissen jetzt, aber du siehst in einzelnen Szenen an, der Typ ist, das ist eine andere Stufe Fußballer, als wir hier vorher hatten. Das siehst du bei Vallejo sehr, sehr deutlich in der Innenverteidigung, bei Rebic siehst du es auch. Und ja, auch 3 Millionen wert. Finde ich auch in Ordnung. Also ja, ich würde für Rebic sogar 5 ausgeben, ehrlich gesagt. Ich hätte auch gesagt, ich finde 3 auch sehr fair. Ja, ich finde es super. Also ich finde 3 Millionen ist perfekt. Und gerade heutzutage, überleg, wen du für 3 Millionen Euro kriegst. Also du das hat man dann schon gut gemacht, finde ich, wenn die den wirklich verpflichten. Bei ihm muss man halt irgendwie rausfinden, vielleicht, woran es teilweise hakt, dass er so oft verletzt ist oder krank. Da gibt es ja teilweise auch dann die kuriosesten Geschichten. Bei Ribéry haben die dann irgendwann festgestellt, dass er Zahnschmerzen hat. Bei dem haben die das rausgefunden und so weiter. Vielleicht ist es bei, was ich bei ihm leider vorstellen kann, ist, dass er vielleicht, bei Snapchat habe ich, glaube ich, mal von ihm gesehen, dass er irgendwo einkaufen war und da viel, viel Kinderschokolade auch auf dem Kassenband gelegen hat. Ich glaube aber, wenn, und wir haben es schon gesagt, wenn ihn einer hinkriegt, dann ist Kovac das. Also ich glaube schon, dass er ihm sagt, hier, du bist auch an der Stufe in deiner Karriere, du musst dich jetzt entscheiden, ob du, er ist im Endeffekt in einer ähnlichen Phase wie, keine Ahnung, ja, vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber wie Sandro Wagner es auch war. Der musste sich auch entscheiden, ob er irgendwo in Diskotheken rumhängen will und seine mit Zwillingen schwangere Frau betrügen will oder ob er jetzt mal ernsthafter Fußballer werden will. Und hat er gemacht und hat einigermaßen noch die Kurve gekriegt und Rebic muss das auch tun. Und wenn er das schafft, dann glaube ich gar nicht, dass die Leute wissen, was für eine Granate die Eintracht da hat. Weil er deutet das jetzt vielleicht so ein bisschen an, aber er ist ja noch alles andere als angekommen. Er wurde immer wieder zurückgeworfen von Verletzungen, ist immer wieder eingewechselt worden. Als er dann eingewechselt worden ist, hat er sich im Spiel wieder verletzt und musste wieder raus, bla bla. Ich glaube, wenn die Eintracht den hinkriegt und den verpflichtet für 3 Millionen Euro, dann werden wir noch ganz, ganz, ganz viel Freude an ihm haben. Das ist momentan für mich der Spieler, der den höchsten Entwicklungsspielraum nach oben hat, glaube ich. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt. Meinst du, braucht die Wintervorbereitung noch? Der braucht mal eine Vorbereitung, A, das, und B, glaube ich, dass er mal einfach mal wirklich ein Jahr ohne Verletzung sein sollte. Und er braucht das Vertrauen des Trainers und das hat er, glaube ich. Das hat er, ja. Ich glaube, er fühlt sich in der Mannschaft wohl, weil es ist ja auch immer leicht in so einer Mannschaft. Also wenn du ein Spieler bist, der vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht mal sagen schwierig, weil da wird den Spielern ja auch ganz schnell oft Unrecht getan. Wenn sie sagen, ja, das ist ein schwieriger Spieler, nur weil der halt mal ein paar Wodka Red Bull säuft. Ich glaube aber, dass er Gude. Trotzdem... Ah, rein mal ab. Hi. Ja, ich glaube, ich schließe nur kurz ab. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der eine ganz herausragende Qualität hat und der, wenn er verletzungsfrei bleibt und in dieser Mannschaft als aufgenommen wird, dann sind das Spieler, die... Die können dann noch ganz nach oben explodieren. Ich glaube, dass er sehr, sehr großes Potenzial hat. Und wer weiß, vielleicht kommt da noch mehr. Rebic, ja. Also ihr seid dafür, den zu halten? Ja, für das Geld auf jeden Fall, ja. Okay, na gut, finde ich grundsätzlich auch in Ordnung. Ich denke, das ist eine Personalie. Das Problem ist, er konnte ja momentan auch gar nicht zeigen, was er eigentlich drauf hat, ne? Genau, das war der Punkt, den wir auch gerade eben hatten, dass er einfach nur mal die Vorbereitung braucht und über die Verletzungen jetzt mal drüber hinwegkommen muss, aber wenn er dann einfach den Support vom Trainer und von der Mannschaft hat, dass da, glaube ich, so wie Basti es gesagt hat und so denke ich, dass auch da viel Potenzial drinsteckt, was er einfach noch gar nicht zeigen könnte und da noch viel überraschen Was du halt könnte. Sehen musst, du musst halt sehen, wie teuer ist das Gesamtpaket, denn ich meine, er ist schon krass verletzungsanfällig, ne? Und wenn das Risiko besteht, dass er uns andauernd irgendwo auf der Tasche hängt und dass er nie mal dauerhaft spielen kann, macht das halt trotzdem keinen Sinn, ne? Ja. Also ich weiß nicht, das musst du schon ausloten, denn guck mal, wie oft er jetzt bei der Eintracht allein verletzt war, ne? Also ich denke, das ist noch so ein bisschen die spannende Frage, auch so ist ja immer auch so ein bisschen der Punkt, wo kommen die Verletzungen dann her? Also ist es irgendwie Veranlagung oder war es halt einfach eine Trainingssituation oder irgendwas, die das Ganze da so ein bisschen verursacht hat? Also was sind die Gründe für die Verletzungen? Das müsste man ja auch erstmal dann klären. Ja, ja, das stimmt.
Wie lange haben wir denn Zeit? Diese Option muss ja erst bis Ende der Rückrunde gezogen werden. Oder ist da irgendwie, habt ihr da was erfahren, ob das früher sein muss? Weil sonst könntest du dir ja schön diese, schau dir mal die Hinrunde an jetzt, was noch passiert, dann auch mit nach der Vorbereitung, in der Wintervorbereitung nochmal. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit, theoretisch. Ich denke, also, diese... Nach meiner Meinung oder nach meinem Kenntnisstand musst du diese Option halt wirklich erst zum Ende der Leihe ziehen. Ich habe das bisher immer so verstanden, dass du quasi der Erste bist, der halt quasi dann was sagen kann. Also bevor du das Ding nicht quasi auslaufen lässt, hast du immer die Möglichkeit als Erstes zu sagen, verlängern oder kaufen oder nicht. Also okay. So habe ich das zumindest verstanden. Es sei denn, in dem Vertrag wäre jetzt was anderes da an der Stelle verhandelt worden. Aber wir haben definitiv noch Zeit für die Wintervorbereitung und den Beginn der Rückrunde. Wie Marvin schon sagte, er hat ja jetzt noch nicht wirklich zeigen können, was er da halt auch wirklich kann. Also wer würde denn da jetzt dann quasi ungesehen und ohne eben die Kenntnisse aus dem Training da sofort sagen, kaufe ich. Aber anscheinend, es hört sich alles nach einem relativ preisgünstigen Deal an, ne? Wenn man nämlich, ne, also das ist, also ich meine, auch die Äußerung aus dem Umfeld, ne, wenn du sagst, ja, aber für den Preis, das kann man schon machen, also das ist ja das, was du momentan so hörst, wenn du da dich mal ein bisschen bei der Eintracht umguckst oder so und dann auch im Trainingsplatz, ja, das kann man eigentlich alles schon machen, das scheint jetzt nicht zu große intensive Summe zu sein. Insofern, interessante Personalie, vielleicht kann er das in der Rückrunde einfach mal zeigen, oder seine Leistung auch irgendwie klarer deklarieren, denn anscheinend scheint ja jeder von ihm im Verein wirklich überzeugt zu sein, dass er das Talent hat. Und insofern muss man den Leuten vertrauen, was die gegenwärtig auf den Platz bringen, überzeugt ja auch und was er, wie sie den Kader zusammenstellen. Ich denke, Kovac denkt sich halt bei Roy Rebic auch was dabei, auf ihn zu setzen, wenn er fit ist, muss er nur mal auf den Platz bringen. Genau. Ne? Habt ihr nochmal was gehört, was jetzt mit einer möglichen zweiten oder verlängerten Leihe von Vallejo ist, da war ja so ein bisschen die Aussage, das hängt damit zusammen, ob Pepe jetzt da seinen Vertrag verlängert oder nicht und dann hätte er da ja wenig Chancen bei Real und dann wäre es durchaus möglich, dass er da nochmal eine zweite Leihe oder ein zweites Jahr in der Leihe irgendwie hinten dran hängen könnte. Ich habe jetzt versucht, da mal irgendwas rauszukriegen, habe aber da jetzt nichts gefunden. Habt ihr da irgendwas in der Richtung gehört? Weil das wäre für mich eigentlich noch die viel spannendere Personalie an der Stelle. Ich glaube, das wird erst im Winter wieder aktuell. Also das leider auch gar nichts mitbekommen. Nee. Wird also mit Sicherheit davon abhängen, was du gesagt hast, ob wie viele Innenverteidiger die haben, was sie mit Vallejo planen. Und aber eigentlich sprechen ja, ich schätze mal, das ist eine 50-50-Nummer, sprechen viele Sachen dafür, weil Real sieht ja auch, wie er sich hier entwickelt. Und die haben ja nicht den aktuellen Bedarf, wenn die den zu früh zurückholen, beziehungsweise wenn die den direkt im Sommer haben die auch nicht die Garantie, dass sie ihn spielen lassen können. Dann hockt er dort auf der Bank. Und ich meine, der Kerl ist jetzt 19. Das heißt, wenn ich den mit 21, das ist ja genau 21 schon reicht, das ja den auch noch. Also von daher. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, weswegen, wenn eben Pepe seinen Vertrag da verlängert, dann haben die ja, glaube ich, auch 5 Innenverteidiger und er wäre dann der 6. Hätten also ja dann gar keine Verwendung. Allerdings, wenn der eben seinen Vertrag nicht verlängert und sie dürfen ja nicht anderweitig einkaufen, weil sie ja dieses Transferverbot haben, dann wäre eben das quasi die einzige Option, um sich eben diesen breiten Kader zu erhalten, die Leihe dann wirklich nicht zu verlängern und ihn dann zurückzuholen. Das ist ja so ein bisschen die Story, die dahinter steckt. Also für mich ist schon das Gefühl, schon dementsprechend, dass es dann eine neue Leihe möglich ist, denn es gibt ja schon erste Gespräche. Das ist ja schon mal für mich ein Signal, okay, da ist Real überhaupt verhandlungsbereit. Nicht ausgeschlossen, ne? Ja. Mhm. Ja, genau. Und das macht natürlich gegenwärtig für die Eintracht macht Sinn, für ihn vielleicht auch, aber man darf nicht vergessen, Pepe ist 33 Jahre. Der ist wirklich schon aus dem Besten raus, der ist mittlerweile verletzungsanfällig. Gut, Ramos ist ja aktuell auch verletzt, aber das ist wieder was anderes. Aber du hast eine relativ interessante Altersstruktur. Du hast eigentlich nur mit Varane bei Real Madrid jemanden, der wirklich noch relativ jung ist, mit 23. Fernandes ist auch schon 26, also keine Ahnung. Das klingt mir eigentlich schon danach, dass gerade wenn jemand wie Varane, der schon relativ sicher ist, da könnte auch ein Vallejo ganz gut da in dieses System passen. Und für mich ist Pepe auch, hat auch nicht mehr die Qualität in dem Maße, wenn er sie überhaupt mal gehabt hat. Ich mag den Spieler grundsätzlich nicht. Ja? Ja, ich mag ihn vom Typ her auch nicht, aber nicht aber er hat sich dort bewiesen, genau. Ne? Das muss man schon so sagen. Ja. Und auch welche wichtigen Tore er gemacht hat. Das darf man nicht als Innenverteidiger darf man nicht außen vor lassen. Trotzdem sehe ich hier schon eine Möglichkeit für Vallejo und du darfst aber auch, das Problem ist,
du hast immer diese zielgespaltene Möglichkeit. Natürlich, mit 19 ist es vielleicht zu früh für ihn, aber mit 23, 22 haben es die Jugendlichen meist noch schwerer bei einem Verein, sich dann durchzusetzen wie bei Real Madrid, weil dann ist der erste Lack auch ab. Also auch da ist der Jugendwahn immer noch vorrangig. Ich weiß nicht, wie er das bewertet, wenn er aber für sich die Chance nicht sieht, weil Pepe verlängert. Ich glaube, das ist auch eine persönliche Entscheidung, die Vallejo auch treffen muss. Mhm. Ja, wo er sehen muss, weil für ihn ist es halt wichtig, in dieser Zeit zu spielen. Er bekommt jetzt das Vertrauen auch in der U21. Das ist auch gut und da ist er halt da auch eine herausgehobene Position. Aber du musst auch sehen, dass für ihn natürlich eine Weiterentwicklung bei einem Verein relevant ist, der dementsprechend auch Ansprüche hat. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt in der Position, wo es schwierig ist, das überhaupt zu entscheiden, denn es kann natürlich sein, dass wir am Ende der Saison auf Platz 14 landen. Ehrlich gesagt hätte ich dann als potenzieller Nationalspieler Spaniens auch meine Probleme zu sagen, ja, ich bleibe halt noch bei der Eintracht. So, weißt du, weil dann wäre es eigentlich schon gut, wenn ich nicht bei Real lande, zumindest irgendwo anders den nächsten Schritt zu machen. Und wer sagt mir, dass ich, wenn ich nur halt, weil ich jetzt bei Real in der Mannschaft erstmal nicht unterkomme, dass ich nicht halt wenigstens zu Sevilla oder was weiß ich oder zu einem Premier League Club gehen kann, bei dem ich auch weiß, dass ich spiele und vielleicht noch international irgendwo einigermaßen Erfolge sammeln kann. Ich weiß nicht, das ist halt für mich immer der Punkt, denn so ein Spieler wie er, der wird sich hier dran gewöhnen und wird es hier auch, glaube ich, ganz gut finden, momentan auf der Welle der Positivität schwimmen. Aber es geht auch darum, möglichst früh, möglichst viele Erfolge und auch Routiniertheit zu sammeln, um überhaupt bei Real erfolgreich zu sein. Ja. Insofern, ich glaube, da müssen wir weiter auf Zeit spielen. Ich glaube auch nicht, dass sich im Winter was entscheidet. Du wirst im Frühjahr eigentlich sehen. Nee, ich glaube, im Frühjahr wirst du sehen, wie die Eintracht in die Rückrunde startet. Und je nachdem, wie viele Punkte wir bis dahin haben, wenn du dann einigermaßen absehen kannst, okay, guck mal, vielleicht ist ja international, ne, wir sind ja hier momentan die Insel der Glückseligen und haben irgendwie das Gefühl, dass vielleicht doch nochmal was geht. Keine Ahnung, wie ihr vorher gesprochen habt, vielleicht seht ihr das eigentlich ganz anders und ich habe heute eben nur nicht zuhören können. Aber wenn bei der Eintracht dann noch irgendwie was möglich ist und vielleicht auch eine Position 8, 9, ist ja auch schon nicht so schlecht, dann erhöht es auch unsere Chancen und auch seine Chancen, dass er überhaupt bei uns bleiben will. Und wenn du aber siehst, es geht krass bergab, muss er sich vielleicht auch, würde sich eher dazu tendieren, sich was Neues zu überlegen. Das glaube ich schon. Hm. Ja, ja, ja. Wir dürfen einfach nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder Spieler, nur weil er bei der Eintracht einen Stammplatz hat, immer total dankbar ist. Denn gerade so ein hochtalentierter Spieler wie er, der hat halt die Veranlagung, auch wirklich noch eine Nummer höher erfolgreich zu sein. Und ganz ehrlich, das ist jetzt, weiß nicht, ob das jetzt aktuell eine Nummer höher ist, aber der junge Vallejo, der hätte auch die Möglichkeit, bei Leverkusen in der Innenverteidigung ordentlich auch Stamm zu spielen. Ja, und dann würde er halt im internationalen Geschäft spielen. So, ja, das ist ein Spieler, den hätte auch Gladbach verpflichten können. Ja, und das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und das wird er auch wissen, seine Berater auch. Ja, ja, definitiv eine schwierige Frage an der Stelle, was dann da so alles drin ist an der Stelle. Wann sich das dann auch entscheidet. Auch wann, ich bin ja froh, genau, dass das Horrorszenario sich nicht verwirklicht, dass er im Winter jetzt wechselt. Nein, das ist auch gar kein Grund, Fall. Dass eben die Real eben dann ihn auch ein bisschen Zeit geben will, um sich einzuspielen sozusagen in verschiedenen Situationen. Das war ja mal berichtet worden, da war ich auch froh, dass es eine gute Kehrtwende ist. Laie bis Saisonende auf jeden Fall und eventuell dann jetzt sogar die Bewegung in Richtung vielleicht ein zweites Jahr. Also Marvin, du hast es vorhin schön gesagt gehabt, es ist schön, dass diese Bewegung überhaupt und dieses die Möglichkeit da ist und offensichtlich gesprochen wird. Ansonsten, wenn überhaupt gar nicht drüber nachgedacht werden würde, hätten wir, glaube ich, auch niemals irgendwie was in dem Bereich jetzt auch medial oder sonst was verfolgen können. Mhm. Finde ich gut. Ich hoffe, dass sich was in die positive Richtung entwickelt. Und ich gehe aber auch mit dir, Marvin, dass es wahrscheinlich sich sehr lange hinziehen wird, bis wir da eine Entscheidung sehen werden. Ja, aber wichtig ist das, auch gar nicht zu sehr in den Fokus zurück. Wir können das Angebot machen und wir können sehen, dass wir in dieser Saison, das ist halt immer das Ding, wir dürfen und müssen ja natürlich auch einen Strategiewechsel haben. Wir können uns nicht immer nur davon abhängig machen, ja, wenn es gut läuft, können wir noch ein Jahr länger verpflichten. Wir müssen dann auch sehen, dass wir selber in dieser Zeit dann auch neue Lösungen entwickeln und dass wir selber überlegen, okay, wen könnten wir denn stattdessen verpflichten und dass wir dann eigentlich sagen können, ja, wir würden nicht ganz gerne nehmen, aber wenn es nicht geht, wissen wir schon Plan B. Das ist halt dieses Konzept, was du entwickeln musst, wenn du sagst, du setzt langfristig irgendwie auf Leihsysteme und das kann funktionieren. Ich glaube, ich bin momentan einfach auch relativ optimistisch, dass die Eintracht das so umsetzen kann, aber du musst immer einen Plan B in der Tasche haben
Und dann kannst du ihm die Möglichkeit geben und wenn es nicht passt, dann holen wir uns einen anderen. Der nicht so qualitativ gut ist, das ist ganz klar. Denn ich denke, persönlich gesehen, Valero ist so ein Fund, das kriegst du nicht allzu oft. Ja? Das ist einer aus 20 maximal. Ja, wird definitiv eine spannende Geschichte an der Stelle, das da rauszukriegen oder zu sehen, was dann da genau wie und wann passiert. Ist, glaube ich, jetzt alles, was wir da tun können, erstmal so ein bisschen unsere Meinung irgendwie abgeben. Und wie es nachher läuft, da müssen auch andere ran und da wird sich hoffentlich relativ bald zeigen oder dann zumindest relativ konkret dann irgendwie festmachen. Ja, ich würde mir da auch aktuell einfach gar keine Sorgen machen. Das ist ein Thema, das wird weiter diskutiert und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Gut, was haben wir noch an Themen? Ganz aktuell, Tabata verletzt und damit die Hinrunde durch. Ja, was mehr als ärgerlich ist an der Stelle. Ja, es ist halt, ich meine, er hat jetzt gerade mal so ein bisschen reingeschnuppert ins Bundesliga-Geschäft. War jetzt auch nicht mega auffällig, aber es ist halt immer ärgerlich, ja, wenn jemand halt auf der Linksverteidigerposition fehlt. Ne? Genau. Ich hoffe, dass er wenigstens zur Winterpause dann wieder da sein kann und auch das Trainingslager mitmacht. Ja. Aber hier ist das übrigens, wenn wir Tabata und Trainingslager sagen, das ist ein Punkt, den hat bislang nur die Zeitung mit den vier großen Lettern aufgeworfen, dementsprechend vorsichtig wäre ich. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber bei Tabata die Diskussion mit dem Teilnahme am Trainingslager. Genau. Und also ganz ehrlich, wenn jemand, nur weil er israelischer Staatsbürger ist, nicht in das Trainingslager mitgehen kann, ich weiß, arabische Staaten immer ein Problem. Ganz ehrlich, dann würde ich als Eintracht auch sagen, nö, wisst ihr was? Entweder unser ganzer Kader kommt mit oder nicht. Ich weiß, dass da vertraglich Obligationen dahinter hängen. Aber ich hab nicht das Interesse, dass die Eintracht sich hier dem solchen despotischen Staaten beugt und dann sagt, okay, dann kann er nicht mit. Das ist für mich eine ganz klare Angelegenheit. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Hat ja Tabata jetzt, glaube ich, ist gerade dabei, beim Länderspiel das zu regeln. Wie das aussieht, auch mit dem Verband, ob das ein Problem darstellt und inwiefern das alles funktioniert. Aber wenn der ausrichtende Staat sagt, er darf nicht einreisen, dann finde ich, dass die Eintracht diesen Weg auch nicht gehen sollte. Ja. Das ist halt die Frage auch, was hast du eben für Möglichkeiten, das umzuplanen, weil wenn du sagst, du gehst da nicht hin in das Trainingslager, das ist ja dann auch immer eine Entscheidung, hast du Alternativen für ein Trainingslager? Kannst du die Vorbereitung, die du da machen wolltest, woanders da in gleichem Maße umsetzen? Weil ansonsten ist das natürlich nicht nur eine politische Entscheidung, sondern halt auch eine Entscheidung, die ja dann auch das Abschneiden der Mannschaft in der Rückrunde eben extrem beeinflusst, wenn du deine Vorbereitung nicht so machen kannst, wie du sie machen willst. Ja, deswegen musst du das jetzt halt auch relativ zeitnah klären. Also ich meine, es gibt immer eine Alternative. Ne? Das ist halt das Problem für die Mannschaften, die jetzt in die Türkei fliegen. Im Winter ist es jetzt dann auch ein bisschen problematisch. Ja, kommst du dann auch vom Regen in die Traufe. Ja. Aber also dann Antalya Cup oder so, ja, will jetzt auch, glaube ich, keiner mehr ausspielen. Aber das ist natürlich eine Frage, die sich die Eintracht stellen muss. Aber ich weiß nicht, Basti, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich oder würdest du sagen, sollen trotzdem hinfahren? Ich weiß gar nicht. Ich habe davon noch gar nichts gelesen, ehrlich gesagt. Weil, wie du es gesagt hast, wenn es nur in der einen Zeitung aufgetaucht ist, dann muss man ein bisschen mit Vorsicht das genießen. Aber im Endeffekt sehe ich das wie du. Aber ich denke, dass die Eintracht das schon wissen wird. Also die werden sich da schon Gedanken gemacht haben. Das Einzige, was mich dann interessieren würde, ist, ob es da tatsächlich vertragliche Verpflichtungen gibt, wo du ins Trainingslager fährst, weil die ja dann da auch irgendwelche, ja, wie soll ich das denn nennen, die haben ja da auch mit Sponsoren irgendwelche Termine oder die wollen da irgendwie den Markt erobern. Das wird dann sehr interessant, aber für mich stellt sich die Frage dann gar nicht, ob die da hinfliegen sollen oder nicht, sondern natürlich bleiben die dann hier, weil du hast als Verein ja auch eine Verantwortung und deine Außendarstellung. Was wollen die, wie wollen die das verkaufen? Wollen die im Sinne sagen, ja, es tut uns leid, Bruder, du musst jetzt hier bleiben. Mit der nicht vorhandenen U23 trainieren. Die Nummer kannst du als Verein auf keinen Fall bringen. Ja, mit allem außer einem Spieler in ein Vorbereitungslager fahren. Du hast eine ganz kolossal schlechte Außenwirkung, du hast aber auch ein extrem schlechtes Standing gegenüber dem Spieler, weil wie willst du dem Spieler denn noch erklären, wenn du ihn in Zukunft noch in deinem Kader irgendwie haben willst, wenn du es nicht
Also wenn du ihn da nicht mitnimmst und dich quasi wirklich so krass auch nach außen hin gegen ihn entscheidest, das kannst du nicht bringen. Never ever. Hat übrigens aber trotzdem einen Verein gemacht, Ado Den Haag, ich glaube, es war Vitesse Arnhem. Die sind damals wirklich halt dahin gefahren und haben ihren ersten Torhüter halt zu Hause gelassen. Ja, weil sie gesagt haben, naja gut, wir müssen das Trainingslager halt trotzdem durchziehen. Und dann ist dann der israelische Nationaltorhüter. Dan Mori, glaube ich, ist dann halt nicht mit nach Abu Dhabi gereist. Ja, finde ich eine heftige Angelegenheit. Ich glaube auch, dass die Eintracht das nicht machen würde. Aber man darf auch nicht vergessen, Tawata ist trotz der Tatsache, dass er israelischer Staatsbürger ist, ist er trotzdem auch Muslime. Ne? Und als Muslime in muslimischen Land sollte doch eigentlich gar nicht so ein Problem sein. Ne? Also ich weiß nicht, wie sich das dann im Endeffekt auswirkt. Ich wollte das nochmal ansprechen, weil das momentan in einigen Medien dann auch verbreitet wurde. Es wurde in einem Medium verbreitet und fleißig geteilt. Ich hätte es hier auch noch in der Liste gehabt, weil der Martin das vor geraumer Zeit mal in unseren Eintracht-Slack hier reingeschmissen hatte. Von daher hätte ich es so oder so noch auf der Liste gehabt. Du bist mir jetzt nur ein bisschen zuvor gekommen. Naja, aber es hat gerade so gut gepasst mit Ich wollte es gerade anfangen auszusprechen, aber du bist halt nach wie vor schneller im Reden als dein Schatten. Das ist halt einfach so. Naja, gut, aber finde ich ja gut, dass wir da eine klare Position eigentlich gefunden haben. Ich hoffe, dass die Eintracht das eben so macht. Genau, so ein bisschen Konfrontation hat ja auch der Hellmann mit dem DFB-Sportgericht da noch angefangen, weil er sich wohl so ein bisschen über das Thema aufgeregt hat, dass man gesagt hat, die Eintracht würde zu wenig tun, wenn es um das Thema Ausschreitungen der Fans geht, und hat sich da so ein bisschen, wie ich finde, auch zu Recht dagegen gestellt und gesagt, ja, wir tun ja eigentlich schon eine ganze Menge, und das, was ihr da alles macht, ist zwar irgendwie auch schön, weil ihr versucht, irgendwas zu tun, aber es wird halt am Ende des Tages auch nichts bringen. Vielleicht habt ihr den Beitrag im Kicker dazu gelesen? Ich habe ihn nicht gelesen, nein. Erzähl uns doch einfach mal, wenn du das so schön gelesen hast. Kopf, aber. Naja, also. Erzähl doch mal, fass mal ein bisschen zusammen. Also hauptsächlich regt er sich eben über die Aussage. Über die Aussage auf, dass er sagt, man würde zu wenig tun. Dem stellt er eben entgegen, dass man ja zum einen Videomaterial zur Verfügung gestellt hat, aber eben auch ja einen Eintracht-Fan, eben denjenigen, der hier diese ganzen Pyro-Geschichten gemacht hat oder daran beteiligt war, in Magdeburg da abgeliefert hat, und dass er eben sagt, man tut eben schon eine ganze Menge, und das ist eben diese ganzen Kollektivgeschichten an der Stelle nichts bringen würde, und auch diese Personalisierung von Auswärtskarten wird einfach völlig wirkungslos bleiben an der Stelle, weil man diejenigen, die halt wirklich da einfach Mist betreiben wollen, nicht dadurch eben ja, das nicht verhindern kann, und dass das eben der falsche Weg ist, das jetzt an der Stelle auf die Eintracht abzuwälzen und zu sagen, man tut einfach, oder der Verein würde an der Stelle zu wenig tun. Sondern wir tun da eben das, was möglich ist, und das, was die tun, ist halt einfach, ja, so ein bisschen ja. Aktionismus, aber halt ohne wirklich greifende Ergebnisse. Ich glaube, das ist so das, was da zwischen den Zeilen einfach sehr stark drin steht. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt von dem DFB, der die ganze Zeit irgend so eine Scheiße hier an den Tisch, uns auf den Tisch wirft, aber selber nichts gebacken bekommt. Ja, wo sind denn die, wo sind denn die, die Aktionen gegen die Leute, die andauernd rechte Parolen in Stadion, auch wenn es in der dritten Liga ist, brüllen? Wo ist denn da überhaupt was? Und jetzt kommen die uns, es hat sich ja schon gezeigt, dass Kollektivstrafen im Endeffekt mehr als fragwürdig sind. Ja, und natürlich müssen wir dagegen was tun. Und ich denke, da gab es auch in der letzten Zeit ja schon einige Erfolge, wo dann Einzeltäter irgendwie überführt werden konnten und auch zivilrechtlich belangt werden. Ja, okay, das ist auch in Ordnung, dass das so gemacht wird, ja, aber auf der anderen Seite muss sich der DFB nicht immer beschweren, wenn er selber komplett untätig bleibt. Also ich weiß nicht, dieses die ständige Rumrühren irgendwie auch auf den Schultern der Eintracht finde ich ein bisschen extrem nervig, und wenn ich das aber momentan richtig sehe, so in der Saison haben wir uns ja bislang eigentlich sonst nach dem Pokal, okay, aber jetzt auch nicht mehr viel, zumindest auch zu Hause, ja gar nichts zu Schulden kommen lassen.
Finde ich übrigens, hat auch so ein bisschen das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wirkt sich auch ein bisschen negativ drauf auf, dass du auf die Stimmung aus, dass du immer das Gefühl hast, es wird alles beobachtet und so. Also das ist wieder ein anderer Punkt, der mir momentan so ein bisschen auffällt, aber okay. Aber trotzdem, dieses ganze Gepiekse vom DFB nervt mich momentan. Man kann uns auch mal einfach in Ruhe lassen für eine Zeit lang. Es gibt wirklich genügend andere Punkte, die der DFB gerne mal anstoßen kann. Ja. Also einen Satz, wenn ich das gerade hier zitieren darf, bevor man uns hier dann nachher dafür verklagen wird, irgendwann in Zukunft. Die Sportgerichtsbarkeit behandelt ein eigentlich fachfremdes Thema mit Sanktionsmechanismen, die uns Vereine immer mehr unter Druck setzen, aber eine Lösung nicht näher bringen. Ja. Ja, also ich glaube, das passt ganz gut. Wir werden da immer so ein bisschen mehr nach vorne geschoben als Verein. Man setzt uns irgendwie unter Druck mit so Aussagen und tatsächlich tut man halt auch nichts, was nachher irgendwie eine Lösung verursacht, sondern macht halt einfach irgendwelchen Aktionismus und irgendwelche Kollektionsstrafen, die einfach in der breiten Masse die es nachher wirklich betrifft, nicht erreicht, aber für alle anderen das Leben unwahrscheinlich schwer macht. Ja. Ja. Ich denke, das passt so. Genau. Habt ihr übrigens, nur mal ganz kurz, ich war ja jetzt leider nicht dabei, habt ihr denn das glorreiche Spiel der Eintracht gegen den FSV, habt ihr das thematisiert? Nee, noch nicht. Basti hat das angesprochen. Ich habe es hier noch auf der Liste. Ich habe mich mit dem Testspiel nicht Basti war doch da, oder? Können. Der Basti reist ja sowieso hier nur noch von einer VIP-Veranstaltung zur nächsten. Ja. Der fleißige Kuchenverkäufer. Genau. Der Basti, wie war denn das Spiel? Zweimal klingelt. Na, Basti, erzähl mal was, ja. Da gibt es nicht viel zu erzählen, das ist halt wie so ein Testspiel halt ist bei den Temperaturen. Ich habe, was ich vorhin schon erzählt habe, ich habe mir es positiv aufgefallen, dass Rebic ein Riesenfußballer ist, auch wenn er das jetzt nicht unbedingt so krass gezeigt hat. Du hast das in einzelnen Szenen gesehen. Da waren nur 2000 Zuschauer. Das Lustigste waren die kleinen Jugendmannschaften, die irgendwelche Gesänge angestimmt haben. Und ansonsten gibt es darüber nicht viel zu berichten, was irgendwie von Belang wäre, weil du hast den Spielern halt angemerkt, dass es halt ein Testspiel ist. Aber die Eintracht hat für so ein Testspiel eine gute Mannschaft gestellt und der ein oder andere interessante Jugendspieler ist eingewechselt worden, wo du dann halt dann auch gesehen hast, dass die sehr, sehr motiviert waren. Ich saß ziemlich nah hinter Kovac, da hast du auch gesehen, dass es ein lustiger Typ ist, der sich dann mit den Kindern dort auch während dem Spiel unterhalten hat, auch auf Kroatisch. Das war ganz lustig, als der kleine Junge dann so geschaut hat. Also als Kovac ihm quasi geantwortet hat und der war sehr, sehr baff dann. Also so Stories kann ich von diesem Spiel mehr erzählen. Ich habe die Frau Silek vom FSV kurz getroffen, habe mit der ein Bier getrunken. Also rein spielerisch kann ich euch leider keine Erkenntnis liefern. Okay. Mir ist aufgefallen, ich war jetzt nicht da, aber mir ist aufgefallen, dass ja Zorba durchgespielt hat, Furkan Zorba, Innenverteidiger aus der U19 der Frankfurter Eintracht. Der scheint bei Kovac eigentlich schon, also ich will jetzt nicht sagen, ein Stein im Brett zu haben, aber der wird ja relativ oft herangezogen für so Testspiele, scheint auch öfter mal beim Training dabei zu sein. Okay. Also jetzt auch hier vielleicht eine Person, die jetzt zwar nicht 1:1 irgendjemanden in der nächsten Zeit ersetzen kann, aber der zumindest näher an den Kader herangeführt wird, hat er 90 Minuten gespielt. Klingt für mich gar nicht so schlecht, wenn dann der ein oder andere Jugendspieler da schon, sag ich mal, das Vertrauen bekommt, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Barkok ja auch. Also Barkok war es mir auch sehr gut. Also der ist mir in einer oder anderen Szene ist sehr, sehr, sehr positiv aufgefallen. Hat jetzt zwar jetzt kein Tor verbreitet oder selber gemacht, aber dem hast du schon angesehen, dass er stark am Ball ist. Also das ist derjenige, von dem ich am meisten mitgenommen habe. Und Förster ist, glaube ich, auch eingewechselt worden, wo du gesehen hast, der kann auch kicken. Ja, und das ist doch mal schön. Ich meine, Ayman Barkok, Rechtsverteidiger, schadet uns auch nicht, wenn man auf der Position irgendwann mal. Hat aber im Mittelfeld gespielt und hat ziemlich offensiv gespielt. Ich meine, Barkok war sogar im Kader gegen Köln, oder? Der saß auf der Bank, meine ich. Ja, das kann gut sein. Ja. Der ist auf jeden also, Fall. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn es da den einen oder anderen Jugendspieler gibt, der sich irgendwie mal Richtung Mannschaft entwickelt. Super. Ne? Ja. Okay. Dann haben wir, glaube ich, nur noch zwei Themen haben wir noch auf unserer aktuellen Liste. Einmal nur eine kurze Randbemerkung. Die Eintracht war in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Tagen ein Thema bei Wer wird Millionär? Da ging es nämlich bei der 8.000-Euro-Frage um die Leistung der Kovac-Brüder im Frühjahr diesen Jahres. 8.000-Euro-Frage. Das war die 8.000-Euro-Frage. Also nicht irgendwie die 50-Euro-Frage, aber schon 8.000 Euro. Also da ging es schon um ein bisschen Geld.
Ja, also kann schon schlechter sein. Ich war gestern beim Montag und da war die Rocket Beans. Also da war der eine, der Arno von den Rocket Beans, der kurzen Vortrag gehalten hat. Ja. Und der hat gesagt, was ganz wichtig ist, die nehmen ihre Zuschauer ernst. Ne? Die hören da drauf, was die Zuschauer... Mehr oder die Rocket Beans? Nee, die Rocket Beans nehmen ihre Zuschauer ernst. Ja? Die verkaufen die nicht für dumm. Die verkaufen die nicht für dumm mit unglaublich beschissenen, blöden Fragen, wo du den einarmiger Halbaffe irgendwie beantworten kann, sondern der wird auf einem Niveau kommuniziert. Wenn ich aber hier sehe, dass so eine über 1000, wie viel? 5000 Euro Frage war? 8000. Ja? 8000. 8000. Dann muss ich mir schon die Frage stellen, in welchem Universum wird da der Zuschauer noch ernst genommen, beziehungsweise derjenige, dem die Fragen gestellt werden. Denn die Hilton-Schwestern heiraten, RWE aus der Krise holen, ja, okay, oder Bundesminister. Das hätte noch sein können, ja, genau. Ja, also so bei allem Respekt, aber ich glaube, in Deutschland sind die wenigsten komplett fußballfremd, ja. Das ist so eine Frage falsch beantworten, oder? Ja, aber trotzdem, das kannst du ja trotzdem nicht von jemandem erwarten, der mit Fußball gar nichts zu tun hat. Gut, du kannst dann Ausschlussprinzip machen, aber nur weil wir die Kovac-Brüder gut kennen, ich glaube nicht, dass die deutschlandweit so unfassbar bekannt sind. Nee. Ehrlich gesagt. Ja, okay. Also ich könnte auch keine Frage zum, weiß ich nicht, zum Hockeytrainer beantworten und da wüsste ich auch überhaupt nichts. Könntest du mir jetzt auch sagen, wer ist der Nationaltrainer der Hockeymannschaft? Aber sage ich ja, das weiß ich leider nicht. Könnten auch die Hilton-Schwestern sein. Ja, also ich glaube, wie Basti schon sagt, für jemanden, der mit Fußball halt irgendwie überhaupt nichts am Hut hat, der kann da mit so Ausschlussverfahren auch an der Stelle nicht so unbedingt viel tun. Dann. Der muss dann 50-50-Joker nehmen und hoffen, dass das mit den Hilton-Schwestern stehen bleibt. Und hat er denn richtig getippt? Ja, hat er. Naja, dann ist hat er und hat die Hürde mit Bravour genommen. War das in derselben Sendung? Was war mit Hasenhüttl? Nee, ich glaube, das war eine andere. Okay. Was war mit Hasenhüttl? Vielleicht irgendwie hat da einer hat gesagt, Hasenhüttl klingt unrealistisch und hat irgendwie noch einen unrealistischen Namen genommen. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, das war wahrscheinlich. Ich krieg's aber auch nicht mehr ganz zusammen. Ein Kenner. Vielleicht kann die Schattenredaktion aus dem Chat da irgendwas dazu finden und das gerade hier noch reinwerfen. Die Schattenredaktion, genau. Dann können wir uns mit einem viel wichtigeren Thema beschäftigen, nämlich mit der Planung der neuen Clubzentrale. Die Aussagen von unserem geschätzten Chefcoach Niko Kovac in dieser Pressekonferenz scheinen ja so ein bisschen auf fruchtbaren Boden bei der Stadt Frankfurt gestoßen zu sein oder gefallen zu sein, dass man eben das Thema erkannt hat und sich durchaus vorstellen könnte, die Eintracht bei dem Bau einer neuen Clubzentrale inklusive angeschlossenem Trainingszentrum so ein bisschen zu unterstützen. Man scheint da wohl auch irgendwie so ein bisschen schon eine Location für gefunden zu haben. Problematisch ist halt nur, dass das mit dieser Tennisakademie, die da gebaut werden soll, so ein bisschen sich überschneidet. Und man jetzt irgendwie sich Gedanken machen muss, wie man denn Tennis und Fußball in einem gemeinsamen Komplex irgendwie unterbringen kann. Ist das nicht schön? Ja. Ja, ja. Nee, ist schwierig. Also ich denke auch, da wird man zu keiner schnellen Lösung kommen, denn beide Fronten waren da ja etwas verhärtet. Ob nun das Konzept der Tennisleute so schlüssig ist und ich weiß auch nicht, fragwürdig. Ob die Tennisleute jetzt irgendwie so einen Fußballtrainingsplatz da irgendwie in ihrem Plan irgendwie mit drin haben. Ich weiß es nicht, dafür bin ich auch zu schlecht in der Materie drin. Ich hatte den Bericht auch gelesen, da ging es darum, dass diese Tennisanlage oder das, was da normalerweise ist, auch schon ewig nicht mehr genutzt wird, ja jetzt auch wieder ich habe keine Ahnung. Also ehrlich gesagt habe ich momentan das Gefühl, dass das alles eher Wahlkampf ist. Ja, also ich glaube, also da ist es ja jemand, der sich da großartig irgendwie auch bemüht hat, Markus Frank, der sich dann irgendwo auch nach vorne stellt und sagt, naja, er will einen Standort für die Eintracht suchen, er will, dass das klappt. Das ist natürlich auch ehrlich gesagt einfach nicht mehr als ein bisschen Wahlkampf, um seine Position hier einfach besser zu machen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das, also solange es da kein tragfähiges Konzept gibt, was an die Eintracht herangetragen beziehungsweise was mit der Eintracht zusammen erarbeitet wurde, ist das für mich obsolet. Natürlich gibt es dann halt irgendwie Tennis, das Tenniszentrum, das dann irgendwo dagegen steht.
also ja, aber Dennis heißt dann halt, und da muss man auch sagen, ist ja auch fast leider so, hat in Fußball Deutschland kann man schon fast sagen, einfach keinen hohen Stellenwert mehr. Ja, mittlerweile mal wieder ein bisschen. Angelique Kerber hat jetzt Erfolge gehabt. Und das ist dann über die Grenzen des engen Fußballkosmos irgendwie herausgeschwappt, aber alles andere ist halt, Tennis hat seit jeher auch gerade in Frankfurt eigentlich keinen so wirklich guten Stand. Dann ist es natürlich ganz klar, dass du dir dann eher sowas Prestigeträchtiges wie die Eintracht aussuchst, um Wahlkampf zu machen, ne? Aber ja. Ich würde es gut finden grundsätzlich, ja, aber ich hoffe, dass das nicht so sehr mit Namen in Verbindung gebracht wird, wie hier Markus Frank bla 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 will, dass das jetzt irgendwie vorangetrieben wird, sondern einfach das und das wird vorangetrieben zusammen mit der konkrete Stadt Frankfurt. Konzepte, ja. Konkrete Konzepte, weil viel bla bla gehört, wenn auf der einen Seite das jetzt hier möglich ist, warum ist es auf der anderen Seite nicht möglich, Stadionmiete zu reduzieren? Warum wäre es nicht erstmal eine Möglichkeit zu sagen, ja okay, solange wir das nicht realisieren können, reduzieren wir die Stadionmiete, weil dann meinen wir es nämlich ernst. Weil das momentan ist für mich nur bla bla und das sind Dinge, da darf man auch nicht drauf reinfallen auf typisches Politikergeschwätz, denn wer A sagt, uns wirklich ernst meint, muss auch B sagen. Und wenn ich sage, wir haben momentan einen suboptimalen Zustand bei der Eintracht, die Heimstätte ist nicht so gut, wie sie sein sollte, dann kann ich eigentlich auch die Miete, die ich nehme, nicht wirklich verlangen. Reduziere sie dementsprechend und stelle gleichzeitig in Aussicht, dass wir hier etwas Neues machen wollen. Das ist aber nicht passiert. Insofern ist für mich nichts mehr als den Bock der Presse einfach mal darüber springen zu lassen und damit sich das ein bisschen besser anhört. Ja, ich bin ja hier ein großer Unterstützer der Eintracht. Das ist für mich alles. Ja, stimmt. Ja, trotzdem spannend zu sehen, was sich da noch tut. Die Schattenredaktion. Die FDP macht das gerade auch lustig. Die FDP hat gefordert, dass Pyrotechnik legalisiert werden soll. Ja, das hat Richard auch gerade in den Chat geschrieben. Und die Das ist meine Forderung. Die Schattenredaktion in Form von Sascha hat auch natürlich das passende Bild und den Tweet zu dem Hasenhüttel-Ding rausgesucht. Die Frage war, wer freut sich zu Beginn der Saison bestimmt tierisch auf seinen neuen Trainerposten bei einem Fußball-Bundesligisten? Und die Antworten war entweder A. Franz Katzenkläpple, B. Sepp Hundehus, C. Ralf Hasenhüttl oder D. Bruno Bärenbütchen. Was glaubt ihr denn, was Hundehus der Kandidat für eine Antwort genommen hat? Also ohne, dass ihr jetzt in den Chat guckt. Ich hoffe Bruno Bärenbütchen, also das klingt gut. Das wäre schön, ja. Dennis? Irgendwas mit Katze hattest du gesagt? Das, ja. Franz ja, danke, danke. Basti? Ja, wer bin ich? Hundehaus. Genau, den Sepp Hundehus. Das war auch die tatsächliche Antwort dann nachher. Grandios. Traumhaft. Vielen Dank, Sascha, fürs schnelle Raussuchen. Skurriler. Na ja, gut, wenn er den nicht kennt. Aber Hundehus könnte auch ein holländischer Trainer sein. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Es kann ja sein, dass es nur komisch ausgesprochen wird. Und wenn dann einer Hundehüß sagt oder Hundehüß oder so, ja, dann denkt jeder, oh, gut, das heißt Hundehaus auf Deutsch. Ja, eben, da heißt Louis Hundehus. Kommt von AZ Alkmaar hierher und ja. Ja, hätte ja sein können. Ja, das ist der Halbbruder von hier, wem auch immer. Ich habe früher auch mal geglaubt, Enni van de Maiklokjes heißt wirklich Enni van de Maiklokjes, bis mir das irgendwann erläutert wurde. Künstlername. Ja, das ist nur ein Künstlername ist. Ja, schön, René, dass du das weißt. Aber die heißt nicht so, oder was? Heißt sie nicht so, oder was? Nein, die heißt nicht so. Blümchen heißt auch in Wahrheit nicht Blümchen, das ist auch nur ein. Gut, das hätte ich mir noch hingekriegt, aber Enni van de Maiklok ist, ich habe gedacht, warum nicht? Also. Die heißt Doreen Maiklok Sterbo. Geboren Krochowski. Also im Endeffekt hieß die wirklich mal Doreen Krochowski. Ja, viel Spaß dabei. Ja, aber Maiklok ist trotzdem drin, oder was? Ja, ich glaube, das hat sie sich dann mittlerweile irgendwie reinwurschteln lassen. Ja. Ach so. Oh je. Also, ich will nur mal sagen, ja, früher war schon Viva, hat schon mit vielen unlauteren Mitteln gearbeitet, um meine Sympathien zu bekommen. Gut, natürlich auch eher äußerlicherweise, aber vergessen wir das jetzt. Die ist 10 Jahre älter als ich. Fall mir gerade auf. Meine Güte, ich werde aber auch alt. Naja, wie auch immer. Ja. Genau. Ja, das war es aus dem Blog Aktuelles, der heute extrem lang war. Es sei denn, euch fehlt da noch was auf, was wir jetzt vergessen hatten, bisher in diese Liste reinzuschreiben. Ja, ich fand die Bemerkung lustig, dass über Friede Bobic gesagt wurde, dass der Eintracht ganz neue Türen öffnet, weil er weiß, wo man anrufen muss.
Das fand ich sehr lustig, dass die Eintracht quasi zugegeben hat, was sie vorher für ein Kegelverein waren, wenn Freddy Bobic herkommen muss und als großer Innovator gilt. Der gleiche Freddy Bobic, der die Transferpolitik von Werder Bremen lobte? Das weiß ich jetzt nicht, aber... Da ist heute auch irgendwie ein Artikel vorbeigeflogen. Auf jeden Fall muss man ja mal sagen, Freddy Bobic verhält sich bis jetzt ruhig. Ja. Das ist bis auf die Tatsache, dass er wieder bei irgendeinem so unsäglichen Spiel da aufgetaucht ist, irgendwo, wo war das? Ist auch irgendwo, war der da in Singapur? Kann das sein? War in Singapur gewesen, genau, und hat da an so einem prominenten Spiel teilgenommen, was mich auch wieder so ein bisschen zurück in die Realität geholt hat. Aber er verhält sich ruhig, er ist nicht so anstrengend, wie ich es mir befürchtet hatte. Er hat an gewissen Stellen wahrscheinlich sogar gute Entscheidungen getroffen. Aber man muss ja auch mal sagen, dass wenn Freddy Bobic hier als großer Erneuerer gilt, dann spricht das nicht für Freddy Bobic, sondern das alles macht die Eintracht nur noch schlechter, als wir sie uns hätten vorstellen können. Wenn öffentlich jetzt gesagt wird, ja, wir sind froh, dass der Freddy da ist, weil der sagt uns dann, wem er bei Real Madrid arbeiten muss, um an Spieler dran zu kommen. Das hört sich ganz merkwürdig an, wo du denkst, aber hat Bruno Hübner das nicht gewusst? Oder? Gleich, ja. Ja? Ja, erzähl. Und zwar mit der Geschichte der Vertragsverlängerung von Abraham. Das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Die wurde ja erst dann zum Spiel veröffentlicht sozusagen. Genau. Und wurde ja schon 2 Wochen vorher geschlossen. Und da, was waren sie stolz. Es hat funktioniert, dass vorher nichts rausgeströmt ist. Ja, das genau. Zeigt, wie super wir jetzt arbeiten. Wo ich auch gesagt habe, ach du Schande, wie kann man das denn öffentlich sich so darstellen? Vorher waren wir totale Lutsche und konnten nicht mal kleines Geheimnis intern behalten. Ja. Also da habe ich auch nur gedacht, das gibt's doch gar nicht. Passt so in dieses Gesamtbild, was du gerade genau, so... Genau, die Eintracht feiert sich für selbstverständlich. Freddy Bobic, der weiß, wie man da anrufen muss. Wir haben uns vorher nicht getraut, wir haben immer angerufen, dann haben wir sofort wieder aufgelegt. Und du denkst hier, also Leute, also ganz, man muss es echt festhalten, Freddy Bobic ist trotzdem positiver hier angekommen, als ich es befürchtet hatte. Trotzdem muss man sagen, die Eintracht ist vielleicht maximal vom Telekom Skull Pager zum 3210 gewechselt. Also wir dürfen nicht denken, dass der Freddy Bobic schon das iPhone ist. Also, weil der ist trotzdem nicht derjenige, wo du sagst, der steht für eine Innovation, sondern er ist trotzdem so ein DFB-Heimer, der dann da wurde ja auch dann in der Rundschau positiv geschrieben, ja, der war noch ganz lange bei irgendeiner Veranstaltung da, bla bla bla. Wo du denkst, ja, das kann ja alles sein, aber dieses Netzwerk, was er hat, heißt ja nicht, dass er trotzdem ein innovativer Typ ist, sondern das im Endeffekt zeigt das nur, dass wenn jemand wie Freddy Bobic hierher kommt und dermaßen für seine Erneuerung abgefeiert wird, dann spricht das, wie gesagt, nicht für ihn, sondern gegen die Eintracht. Und was Dennis eben gesagt hat, ist ja genau das Gleiche. In dem Fall ist Innovation ja auch immer so ein bisschen die Frage, von welchem Standpunkt aus du da kommst. Ja? Also klar ist es vielleicht von draußen drauf geschaut, ist es jetzt nicht die Innovation, aber wenn du halt weit unter dem üblichen Niveau anfängst, dann ist sowas natürlich auch schon für den Verein als Rieseninnovation zu sehen. Ich will das damit jetzt nicht schönreden, aber das zeigt halt einfach. Aber ich sag ja, Freddy, ich habe ja auch ihn gelobt. Es ist nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Aber es ist trotzdem, es sollte jetzt auch gar nicht gegen seine Person gehen, sondern eher nur nochmal deutlich machen, dass die Sachen, die wir hier in den letzten, die wir im letzten Jahr so kritisiert haben und die wahrscheinlich schon seit Jahren alle kritisiert, dass die nicht ganz so abwegig scheinen, dass bei der Eintracht dieser ganze Apparat Eintracht tatsächlich von so Herren, auch Bruchhagen zähle ich auch dazu, es tut mir leid, der so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen alles so ein bisschen, ja, hier so mal die altbackenen Strukturen und dann hier, wir wollen sie alle nicht überarbeiten. Und die Kritik kann ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich von Bruchhagen komplett weggehen. Also da triffst du schon einen Punkt. Denn es gab ja auch vermehrt auch die Leute, die halt jetzt auch gesagt haben, naja, auch Bobic hatte das ja selbst gesagt, aber auch andere, Kovac hat es ja ebenfalls angedeutet, wo schon viel, sag ich mal, Rost einfach da war, der halt mal wieder weg musste. Ja, und ja. Alleine das Kovac, diese Sache mit den Kabinen oder was er da angesprochen hat, die Infrastruktur rund ums Stadion. Das Stadion steht, seit wann steht das Stadion? Das war vor 2006 irgendwann. 2004, 2005, dann erst mit dem halben Stadion, genau. Das kann ja nicht jetzt erst entstanden sein.
Also das ist ja sowas, wo du dann sagst, ja, warum hat dann vorher keiner irgendwie was gesagt? Also so zu denken, ja, hier, Leute, was geht ab? Das ist, und wenn ich mir das alles mal überlege, in was für Bereichen die Eintracht tatsächlich echt rückschrittig ist und immer noch ist, oder war und immer noch ist, sorry, dann hat die Eintracht auch echt Glück gehabt. Also die Eintracht könnte längst ein Verein sein wie Nürnberg oder Kaiserslautern. Die Eintracht hat an gewissen Stellen dann doch irgendwie ein paar richtige Entscheidungen getroffen, weil wenn das Gefühl, was du bei der Eintracht hast, die Eintracht holt es jetzt auf, die Eintracht, man muss bei der Eintracht auch mal loben, der Social-Media-Bereich bei der Eintracht ist um 8000% besser geworden. Auf jeden Fall. Diese Darstellung. Du hast das Gefühl, dass die Eintracht auch weiter über den Tellerrand hinausschaut als irgendwie, keine Ahnung, den Mitarbeiter von Klaus Gerster anzurufen, Kouzoulakis, und zu sagen, hier, wir brauchen noch einen Spieler, der dann sagt, ah ja, komm, dann gebe ich euch den. Oder hier, wir wollen jetzt auch mal einen ablösefreien Spieler holen, wir holen jetzt mal Davikia oder. Und die Eintracht sagt, ja, wir brauchen nichts verkaufen, bla bla. Und da siehst du ja schon, dass wir für solche Fortschritte dankbar sind. Und wie der René es gesagt hat, man muss immer wissen, woher man kommt. Aber ich finde es trotzdem, und es tut mir leid, ich will jetzt gar nicht hier meckern, aber doch eigentlich schon, dass es überhaupt so ist, dass man sagen muss, woher die Eintracht kommt, ist trotzdem im Nachklang dann tatsächlich noch dramatisch. Weil man hat ja immer so das Gefühl gehabt, ja, die verkaufen uns das so, ja, wie ist kein Geld, bla bla. Aber wenn du überlegst, da muss man ja trotzdem sagen, auch wenn es jetzt irgendwie die Stimmen gar nicht laut werden, bei der Eintracht wurden ja in den letzten Jahren tatsächlich wahrscheinlich eklatanteste Fehler gemacht. In allen Bereichen. Die dann dazu führen, dass wir jetzt dastehen, wo wir jetzt sind. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Und wie ich gesagt habe, das soll gar keine Kritik an Bobic sein, weil bis jetzt kann ich seine Arbeit nicht in dem Maße bewerten. Aber dass er jetzt tatsächlich hierher kommt und er derjenige ist, der uns quasi gefühlt zeigt, hier Leute, so wird im heutigen Fußballgeschäft das gemacht, kann es auch nicht sein eigentlich. Und ja, das ist ein Stück weit, holt uns das auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und zeigt aber auch gleichzeitig, was ein Trainer bewirken kann. Und das stimmt mich. Ich hoffe halt nur, dass es uns nicht wirklich auf den Boden der Realität, sag ich mal, wieder zurückholt. Weil es haben uns haben ja uns aus dem Stuttgarter Umfeld unglaublich viele vor Bobic gewarnt. Genau. Und gesagt, was euch da erwartet. Momentan müssen wir sagen, haben wir diesen Zustand nicht. Ja, und ich hoffe, das kommt auch nicht. Ich denke, es hängt auch wirklich, wie Basti eben richtig gesagt hat, maßgeblich damit zusammen, dass wir auch ein Trainerteam haben, was für uns, für die Eintracht wahrscheinlich einen Glücksfall darstellt. Ich habe letztens auch bei fc.com habe ich auch gesagt, naja, momentan bin ich eigentlich recht froh, dass Bobic zumindest bemüht ist, sich nicht komplett zum Horst zu machen. Ja, und das ist halt eigentlich so. Ja, habe ich aber auch gedacht, dann wurde es ruhig und dann fliegt er nach Singapur, um da mit den Affen darum zu tanzen. Ja. Aber selbst das hat ja zum Beispiel der Eintracht-Twitter-Account relativ mit einem zwinkernden Auge abgefrühstückt, fand ich, war auch nicht zu groß. Also finde ich auch lustig, ich muss sagen, der Einsatz von Smileys und von irgendwie, also von Smileys ist schon fast eklatant beim Eintracht-Twitter-Account. Inflationär, auf jeden Fall. Bitte? Zumindest stimmen die jetzt. Wir hatten doch irgendwann mal vor ein paar Monaten so einen Fall, der hat gar keinen Sinn gemacht. Das war irgendwas mit so einem Mikrofon oder irgendwas. Genau. Und insofern, dafür finde ich das gut. Ich wollte jetzt noch ganz kurz dazu was sagen. Finde ich die sympathisch und da ist für mich auf jeden Fall wesentlich mehr User-Kommunikation da, als noch vor einem Dreivierteljahr war. Genau, aber dann ist es ja gut, dass die Eintracht gerade auf ihrem Instagram-Account oder gestern auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, dass sie jetzt bei der Bundesliga zum Digital Media Workshop sind. Von daher werden demnächst Emojis noch viel zielsicherer eingesetzt werden wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist auch der Tweetschreiber von Philipp Lahm da, dann können wir uns noch auf ein paar lustige Texte demnächst machen. Alter, dann raste ich aber aus. Ja? Wenn die Eintracht plötzlich... Vielleicht gibt es demnächst aber auch so gute geschriebene Argumentationshilfen für das neue Eintracht-Trikot. Das ist einfach das Beste. Vielleicht kriegen die dann... Dein Style. Genau, vielleicht kriegen die dann aber wenigstens auch das Wort Erektion an der Stelle schon unter, wenn sie schon mit lauter Ionenwörtern da arbeiten. Wer nicht weiß, wovon wir reden, der möge bitte die aktuelle 93-Folge hören und sich danach bei dem Herrn Lost in Nippes beschweren, warum die Eintracht bitte ein Rhabarber ist. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Ja, da haben die ausgenutzt, dass ich nur eine halbe Stunde Zeit hatte.
Ja, genau. Bevor es zu den wichtigen Themen kam, bist du weggegangen. Da müssen wir sowieso nochmal über die Entlohnung des Ganzen reden. Aber das zu einer anderen Stelle. Hä? Naja. Gut, kommen wir von den Dummschwätzern von 93 zu den Dummschwätzern, die wir hier jede Woche küren. Wir müssen mal noch auflösen, wer letzte Woche oder in der vorletzten Woche, müssen wir ja schon dazu sagen, den Sieg eingefahren hat. Ganz knapp lag vorne der Herr Infantioni für seine Aussage zum Erneuerungsexperten. Ja. Heißt der Infantino? Infantino. Infantino, Entschuldigung, die Schrift ist so klein und ich bin ein bisschen... Infantioni, einen ganz neuen Namen erfunden. Ja. Genau. Passenderweise, wenn wir schon mit italienischen Namen uns rumwerfen, ist, glaube ich, das Testspiel zwischen Deutschland und Italien 0-0 ausgegangen. Super, ein absolutes Highlight. Genau, wie zu erwarten war. Wen haben wir denn diese Woche als Dummschwätzer? Ich lasse ihn dieses Mal für sich selber sprechen. Ich werde nicht zitieren, was er gesagt hat, sondern spiele ab. Spielst jetzt aber nicht den Trump ein, oder? Ich spiele nicht den Trump ein. Ich spiele aber jetzt eine Person ein und man muss bedenken, wer es sagt und was er sagt. Und ich fange jetzt nochmal was. Das ganze Rad. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Hat Thomas Müller total recht mit seiner Aussage, die er da kundgetan hat. Und die Antwort darauf, die hat mich belustigt, weil als ich Fußball gespielt habe, gab es die ja gar nicht. Da durften die ja gar keine Länderspiele austragen. Das ist ja auch wieder eine Erfindung der Neuzeit. Die haben natürlich heute genauso eine Stimme bei der FIFA oder bei der UEFA, wie das Deutschland, Italien, Spanien oder wer auch immer noch hat. Und dann erlaubt man sich einfach irgendwie darauf hinzuweisen, dass es für sie das Spiel des Jahres war. Es ist nicht das Spiel des Jahres. Es geht hier nur ums Geld. Mit dem Spiel gegen Deutschland haben die natürlich so viel Geld eingenommen, dass sie für Jahrzehnte jetzt wahrscheinlich saniert sind. Ich glaube einfach, dass das ganze Rad ein Stück zurückgedreht werden muss und nicht immer weiter gedreht werden muss, weil weiterdrehen heißt für mich im Moment immer nur Politik und Finanzen exklusiv und der Fußball wird dabei ein Stück vergessen und vor allen Dingen wird die Gesundheit der Spieler dabei vergessen. Ja. Jetzt ernsthaft? Das ist eine Erfindung der Neuzeit? Ich bin auf jeden San Marino ist eine Erfindung der Neuzeit, fand ich auch geil. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Rummenigge über Finanzen kritisiert. Ja. Nee, vor allem, ja genau, und das ist ja quasi die... Den Weg, in den der Fußball sich entwickelt, dass er das kritisiert. Ja. Man muss bei Rummenigge tatsächlich schon Sorge haben, ohne jetzt wieder Anwälte bemühen zu müssen, aber das geht auf jeden Fall in den geisteskranken Bereich. Ja, ohne Mist. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Fernab von allem. Ja. So, San Marino, ja, der Thomas Müller hat recht hier. Als ich noch Fußball gespielt habe, da gab es so Fetzen nicht hier. San Marino ist auch sowas der Neuzeit, als wenn, was soll. Vielleicht. Und dann zu sagen, hier geht es nicht um das Spiel des Lebens, hier geht es nur ums Geld. Genau, dem FC Bayern. Die dreisten Leute aus San Marino hier. Alter. Ja, dann dachte ich, also, Gott. Der kann denen doch das gönnen, meine Güte. Ja, aber weißt du, aber diese unglaubliche. Also ich meine, San Marino gibt es übrigens seit 301, ne? Also ich weiß nicht, da war halt auch Rummenigge wahrscheinlich noch nicht am Leben. Aber das Problem ist halt, wir dürfen uns auch nicht vergessen, dass Rummenigge jetzt noch nicht, immer zwingt, noch nicht die hellste Kerze, die hellste Kerze am Kerzenständer ist und wahrscheinlich davor halt noch einfach noch nie was von San Marino gehört hat und auch ansonsten, naja, in seinem eigenen Allgemeinen. Marvin, hellste Kerze hin oder her, aber die Aussage zeigt doch, dass in der Kerze nicht mal ein Docht drin ist. Weißt du, was das größte Problem ist? Dass er einfach unfassbar unsouverän ist. Weißt du, er könnte es einfach, weißt du, das ist das. Könnte halt auch einfach mal die Klappe halten. Oder wenn er was sagt, sagt er was Spaßiges. Ach hier, ja cool, haben sie, weißt du, irgendwas, weißt du, wo er mit Größe drüber steht, aber jetzt wieder angepisst zu sein und wieder hier das große Rad zu drehen, jemand, der selber am besten die Super League haben will, wo dann die Bayern in ganz anderen Bereichen spielen und so weiter und so fort, der braucht mir doch nichts davon zu erzählen, dass es irgendwie nur finanzielle Erwägungen wären, dass San Marino jetzt hier Länderspiele bestreitet. Also da muss ich schon sagen, da verklärt er gewaltig, aber nichts anderes haben wir von Kalle Rummenigge erwartet. So sieht's aus. Nominierung passt auf jeden Fall. Ja, das ist definitiv. Also wenn das nicht irgendwie ein 90% plus Votum für ihn ausgeht, dann weiß ich auch nicht. Also vorausgesetzt, wir haben jetzt überhaupt noch einen zweiten Kandidaten. Ja. Es ist halt eigentlich nur eine
Kalle Rummenigge Rubrik, ja, mit gelegentlichen Ausuferern von anderen Leuten. Nur, das ist eigentlich nur Rummenigge mit ab und zu mal ein Gast. Also müssen wir sie umbenennen von Dummschwätzer zur Woche zum Rummenigge der Woche. Das ist auf jeden Fall der Haben wir doch schon Goldener Kalle genannt. Ja, ja. Das ist ja nicht umsonst. Den müssen wir auch immer noch. Der steht immer noch imaginär in unseren Wohnzimmern und muss noch ausgeliefert werden. Ich weiß nicht, ob ich einen Goldenen Kalle in meinem Wohnzimmer stehen haben will. Also ich glaube, den kann ich gar nicht. Den sollst du ja nicht da stehen haben, den sollst du ja nur kurz da stehen haben, damit du ihn ausliefert. Ich will den nicht mal annähernd in der Nähe vom Haus stehen haben. Das ist doch, was sollen denn die Nachbarn sagen? Wenn du jetzt noch weiter so redest, dann schicke ich dir einen zu. Ich will niemals einen goldenen Kalle haben. Adresse hast du ja. Genau. Hex. Wen haben wir denn als Gegenkandidaten? Ach, keine Ahnung. Ehrlich gesagt fällt mir keiner ein, aber was mich komplett nervt, der hat nichts Verwerfliches gesagt, aber er nervt mich einfach mit seiner puren Existenz. Dieser Walpurgis, der jetzt Trainer bei Ingolstadt ist, wo ich mir einfach nur die Frage stelle, was zum verfickten Teufel, auf jeden Fall, was zum Henker, ja, so ein Trainer, der noch nie in der Bundesliga aktiv war, soll jetzt so einen potenziellen Abstiegskandidaten retten und dann, ach, also keine Ahnung, der wäre beinahe beim FSV Frankfurt gelandet, hat da abgesagt, weil das wäre eben nicht ganz gut genug und jetzt hat er Jackpot gezogen, erste Liga, also ein ganz komischer Trainer und der nervt mich jetzt schon mit seiner Präsenz, ich will am besten gar kein Interview niemals von ihm sehen. Niemals. Mike Walpurgis. Ja. Wo war der denn vorher? Ja, der war immer mal bei Osnabrück und so. Bielefeld. Ja, genau. Ach, FC Gütersloh. Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Typ, Typ. Ja, aber naja. Ja gut, aber wenn er nichts gesagt hat, dann passt er halt auch nicht in die Kategorie Dummschwätzer, weil dafür muss man halt erstmal reden. Das ist ja recht. Ja, es wäre auch unfair nach diesem... Es gibt jemanden, der dann alternativ gewinnen könnte, das ist vollkommen klar. Das macht doch keinen Sinn. Ich denke, alle potenziellen Nominees sollten wir uns fürs nächste Mal aufheben. Ich wollte gerade sagen, damit die mal jung, damit die nicht schon am Anfang ihre Karriere verheizen. Ja, genau. Ja, genau. Du musst die Leute langsam aufbauen. Ja, die können auch nicht gegen den Besten antreten mit einem deiner besten Zitate. Also das... Da müssen wir warten, bis Karl-Heinz Rummenigge mal eine schlechte Woche hat, bis er irgendwas normal Dummes sagt. Und dann können wir wieder neue Gegner ins Feld ziehen. Vielleicht tut sich ja einer auf. Ja, dann wird die Entscheidung doch sehr einfach, wer da gewinnt. Da brauchen wir auch keine Abstimmung zu machen. Das wird jetzt einstimmig beschlossen. Du kannst höchstens ein Votum machen, ob die Leute zustimmen, dass er keiner dagegen. Das kannst du vollkommen vergessen. Da stimmt keiner dagegen. Also Wahlprognosen sind ja in letzter Zeit nicht so... zielsicher, aber da bin ich mir sicher, da würde keiner dagegen stimmen. Aber der Anti-Rummenigge der Woche ist für mich der, was ist das, war das der Präsident vom Fußballverband San Marino oder wer war das genau? Wisst ihr das? Der Thomas Müller geantwortet hat. Das musste der Präsident des Fußballverbands gewesen sein, nee. Ah, ja. Der Thomas Müller bisschen in... Antwort... Müller... Das fand ich eigentlich ganz lustig. Habt ihr eigentlich nebenbei das Klassikerspiel geguckt oder habt ihr das nicht geguckt eben gerade? Ja, ich habe es nicht geguckt. Ich gucke keine Spiele mehr. Ich habe es auch. Vom Nationalen Olympischen Komitee in San Marino. Ah, okay. Gasperoni, genau. Gasperoni hat diesen offenen Brief geschrieben. Sehr, sehr cool reagiert. Ja, ich fand nach wie vor die Variante 10 immer noch am schönsten. Was ist mit den Sandalen? Mit den weißen Tennissocken in Sandalen. Glaubst gar nicht, wie oft du das siehst. Das ist naja, erschreckend. Gut, aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber das ist man ja bei uns gewohnt. Gut, wenn wir keine weiteren Dummschwätzer haben, dann kommen wir doch zu den Empfehlungen. Ich empfehle die aktuelle 93-Folge und erwarte immer noch eine Erklärung für den Rhabarber. Und erwähne oder empfehle aus Gründen den Blog der vierte Offizielle, wenn er denn dann wieder am Netz ist. Aus Gründen. Hashtag. Was empfehlt ihr? Kann nichts empfehlen. Gut, dann empfehlen. Du kannst aber mal von dem Wrestling-Spiel erzählen. Das kann ich auf jeden Fall tun, ja. Also, demnächst. Das heißt, Marvin hat auch noch nicht gespielt. Das Problem ist, ich habe jetzt einmal wirklich gezockt und das macht mich total süchtig. Ich bin jetzt relativ spät erst heimgekommen, wie ihr gemerkt habt, bin ja gleich ans Mikrofon gestürzt. Ich weiß aber ganz genau, dass ich heute Nacht auf jeden Fall noch was machen werde. Und zwar werde ich noch ein bisschen... Oho.
genau. Ich wir haben im Vorgespräch uns darauf geeinigt, dass du einfach grandios beschissen hast und das Ding für einen viel zu günstigen Preis bekommen hast. Nee, ich habe einfach ganz normales gemacht. Aber warum ist es wieder teurer geworden? Ich ja, das ist jetzt wieder für den Standardpreis 60 Euro. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass du da einfach nur sehr gekonnt und viel Nein, ein Fuchs hast. Macht, ein Fuchs tut, was ein Fuchs tun muss. Und der guckt immer die richtigen Preise zur richtigen Zeit und handelt genauso, wie er handeln muss. Aber war echt ein toller Preis. Ich bin froh und ich freue mich, dass ich jetzt irgendwie, es gibt noch nicht alle Creator Wrestler, die ich mir erhofft habe, weil ich bin selber eigentlich ein bisschen faul, immer das zu erstellen, habe ich nicht so ganz die Zeit. Aber es macht auf jeden Fall schon ein bisschen Laune und bald fange ich mit einer eigenen Liga an, beziehungsweise eine eigene TV-Show. Dann wird das ganz lustig. Egal. Also Marvin empfiehlt WWE 2K17 ja, auf der PS4. Zumindest der Richard, der Richard sagt hier bei Slack, der goldene Carlos genauso wie der Lauf der eisernen Steg, der Lauf über den eisernen Steg, es wird niemals stattfinden. Also da hat er uns herausgefordert. Oh. Vielleicht können wir das kombinieren, dann werden wir einfach in Boxershorts über den eisernen Steg Richtung Hauptbahnhof laufen, von da mit dem Zug nach München fahren und dann dem Herrn Rummenigge den goldenen Kalle übergeben. Ja, aber eigentlich, dann erwarte ich vom Richard mindestens einen Hood-Report, wo er dann Abbitte leistet. Ja, eigentlich müssen wir dann am Hauptbahnhof in das neue Trikot der Nationalmannschaft, powered by Fanclub Nationalmannschaft Coca-Cola, schlüpfen. Ja. Also klasse, du hast bestimmt nicht nur das Weiß in deinem Schrank, sondern auch das Grün und das Graue. Yeah. Ich würde es ganz gern, verknüpfen. Ich würde es ganz gern verknüpfen und würde ganz gern dem Kalle Rummenigge, den goldenen Rummenigge, den goldenen Kalle in München präsentieren und dann kann ich auch gerne die Boxershorts anhaben, denn da ist es mir eh egal, was in München passiert, bleibt in München. Weil das könnte man machen. Übrigens ist hat die aktuelle WWE 2017, die gibt es hier bei, ich habe jetzt gerade bei Idealo geguckt, für ab 40 Euro. Ja, aber du hast ja nur 35 bezahlt, wir können ja nicht mehr zahlen. Das ja, wir können, auch, wir können auch hier in diesem kleinen, süßen Podcast nicht ignorieren, dass Tim Wiese gekämpft hat. Wiese. Dümmisch. Das können wir nicht, definitiv. Ja. Ich war leider nicht live da. Ich leider auch nicht, aber ich habe gehört und auch teilweise gesehen, dass es nicht so schlecht war, wie man sich das hätte, wie man das befürchten musste. Nein, wir sind, also ich meine, wir sind ja eigentlich ein Fußball-Podcast. Aber man muss jetzt ja dann sagen. Ehemaliger Fußballer, deswegen habe ich ja hier zum ersten Mal kein schlechtes Gewissen, wenn ich über Wrestling rede. Genau. Und da muss man sagen, der Junge hat das halt auch wirklich gut gemacht. Also ich habe mir das auch angeguckt zum Teil. Und die Aktionen, die paar Aktionen, die er gemacht hat, die waren von vorne bis hinten durchweg akzeptabel, einigermaßen glaubwürdig. Und ich bin absolut angetan. Das war nicht peinlich. Das war einfach nicht peinlich. Und das finde ich schon mal eine Leistung. Das ist auf jeden Fall, ich finde es auch sehr gut. Und er hat schon Dinge gemacht, die definitiv sehr peinlich waren. 70% seines beruflichen Lebens waren peinlich in der Öffentlichkeit. Aber ja, das war echt okay. Ja. Außer der Ringname ist ein bisschen zu trivial, finde ich. Der Maschine. Maschine und dann hier seine Jeans und dieses Unterhemdchen da, wo hinten schnell draufgedrückt wurde. Also. Der sah doch auch sonst, sieht er immer genauso aus. Der hat nur eine komisch andere Frisur ein bisschen gehabt. Also da hat man sich auch wirklich wenig ausgedacht. Ja, ein also bisschen was hätte man schon. Ist wie so aus einem random Gimmick-Book und halt das, wie er angezogen war. Naja, meine Güte, da hat jemand 10 Minuten für gebraucht, um zu sagen, ja, okay, du kommst jetzt in der Jeans und einem kurzen Feingeritten. Also gehst du raus in der kurzen, in der langen Jeans ja. Und einem Feingeritten. So, weißt du, also keine Ahnung. Also das war schwarze wirklich schwarze Turnschuhe, ja. Das ist so wie das, wenn du einen eigenen Wrestler erstellst bei so Spielen, das Basismodell dann. Richtig. Wo du dann gar kein, da hat nicht mal einer Bock gehabt, auf Hose zu klicken und eine Farbe auszusuchen. Ach nee, komm, nimm den hier, schreib die Maschine hin und drauf, fertig. Ohne Scheiß, Create a Wrestler, 5 Minuten gebraucht, 2 Minuten gebraucht, okay, ich mach's einfach genauso. Wundert mich, dass er keine Glatze rasiert bekommen hat, weil sonst hätte er genauso ausgesehen wie so einer. Ja, und die haben den Farbton ein bisschen dunkler gemacht, denn er war immer noch der Solarium-Timmy. Hm. Aber gut. Eskaliert auch schon wieder ganz schön. Wir labern schon wieder ganz schön lang, fällt mir gerade auf. Genau, dann haue ich noch eine Empfehlung raus und zwar empfehle ich unseren Slack-Kanal, den wir jetzt aufgemacht haben, wo heute zur Sendung extrem viel kommentiert wurde, was ich sehr, sehr gut finde. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist das denn? Es gibt einen Live-Kanal. Ach, da ist der Live-Kanal. Da ist der Live-Kanal. Da, wo live dran steht, ist halt auch live drin. Ne? Aber das musste man selber angeben, oder? Was? Ja, das mit dem Live-Kanal habe ich als ich vorne ins Menü gegangen bin,
hatte ich hier diese ganzen Kanäle und das Live musste ich selber oben Hashtag Live eingeben, habe es dann zufällig gefunden. Es ist frech, ich habe nämlich auch nichts gesehen, jetzt kann ich die bei mir stand Sofa-Ecke, Team, Supporter-Club, stellt euch vor, in Bundesliga und Live musste ich erst selber erstellen, genau. Also nicht erstellen, aber selber oben eingeben. Genau, es gibt Kanäle und man ist nicht automatisch in allen Kanälen drin, weil nicht jeder will vielleicht in dem Live-Kanal mitspielen, deswegen kann man sich da jetzt hier mal ein bisschen rum, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, aber wo kann man denn theoretische Kanäle zum Beitreten sehen? Wenn du in der App oder in dem Webinterface auf Channels gehst, dann siehst du alle Kanäle, die es gibt, egal ob du da schon drin bist oder nicht. Alter. Naja. Also ich bin froh, dass das jetzt hier geklappt hat. Guck hier, Marv 2.0 joined live by invitation from Richard. Richard musste mich einladen. Da will ich nur mal sagen hier, ne, dass ich hier ganz schön Luke und Punkt, dass hier verbreitet wird, dass der Rüsseltier, der alte Denunziant, mich nicht eingeladen hat. Ja, alter Schindluder. Man muss aber auch dazu sagen, dass Richard sich gefühlt seit 2 Wochen beschwert, dass er dieses Slack nicht versteht und dann hier anfängt, Leute einzuladen. Er weiß halt, wie der Hase läuft, ne? Ja. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch durch für diese Woche. Wir bedanken uns bei allen, die uns in der vergangenen Woche unterstützt haben mit Kommentaren, Rezensionen und all dem anderen Kram. Wenn auch ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann findet ihr alle Informationen unter eintracht-podcast.de/support. Es macht sowieso Sinn, auf unserem Blog vorbeizuschauen, weil ihr da auch die Shownotes zur aktuellen Folge findet und auch die Ankündigungen für die nächsten Folgen und auch den Weg in unseren eben gerade lang und breit angesprochenen Slack-Kanal. Und dann sage ich danke, dass ihr heute dabei wart und danke an dich, gerne, Marvin, dass du es gerade auf den letzten Metern noch geschafft hast und dich quasi als erstes hier vors Mikrofon geworfen hast und wahrscheinlich jetzt vor Hunger fast umkommst und erstmal schnell was essen musst. Ach, das ist kein Problem. Die Sache ist die, ich war eben bei einer Veranstaltung, da ging es um die Welt nach Trump, mehr oder weniger. Es war vom Frankfurter Presseclub und da ging es halt im Endeffekt darum, es hat ein FAZ-Journalist hat halt darüber gesprochen, wie auch viele Leute einfach falsch lagen, was die Medien auch irgendwo auch falsch interpretiert haben. War grundsätzlich interessant. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt über einige Dinge, die mich also einfach emotional einfach belastet haben. Da war es ganz gut, dass ich jetzt hier mit dem Eintracht-Podcast noch einen Output gefunden habe, um auf andere Gedanken zu kommen. Ja. Auf jeden Fall. Und ansonsten, was ich übrigens nicht empfehlen kann, wir sagen ja immer, wir schießen ja immer die Empfehlungen der Woche raus. Was ich nicht empfehlen kann, sind Nasenduschen. Meine Fresse, ich habe jetzt seit ein paar Tagen mit Nasenduschen zu tun. Es gibt nichts, was mehr nervt. Aber gut. Genau, wer wissen will, warum, der guckt mal beim Marvin auf den Twitter-Account und guckt sich das. Ich habe sogar auch ins Slack gestellt. Elend an. Das Elend, wie er da sitzt. Mit einem riesigen Pflaster vor dem Zinken. Zum Glück nicht mehr. Jetzt bin ich fast jungfräulich. Oho. Bitte keine Bilder davon. So, wir machen jetzt hier zu, bevor das noch weiter ausartet. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Allen denen, die nach Bremen fahren, viel Spaß, bringt reichlich Punkte mit und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.